41. Treffen. Das letzte vor dem 42. Treffen. Nein! Zum 42. Treffen kommen dann sehr viele Leute, weil da jeder sprechen möchte. Ich habe festgestellt, dass wir im August immer über VS Code reden. Das haben wir also beim letzten Mal auch schon gemacht. Und ich habe das ein bisschen stärker aktualisiert, als nur da HTTPS statt HTTP zu schreiben. Überall, also habe ich das durchaus überarbeitet. Wobei die Implementierung fast die gleiche ist, aber sozusagen das Verständnis des Ganzen und das, über das wir reden wollten. Wir wollten ja so insgesamt das ein bisschen den Teppich nochmal ausrollen, dass wir über das alles reden, worum es da geht. Also TypeScript, Applications, Isabel VS Code, bei mir ist ja Isabel das Zentrum des Universums, also Isabel/XYZ und Language Server Protocol, das ist eine Fortsetzung von dem PIDE, was wir letztens ja ausführlich angeschaut haben, das ist sozusagen die Microsoft-Version von dem. Und ich habe hier so ein bisschen so eine Storyline vorbereitet, aber wir wissen ja schon, dass wir dann in alle möglichen Winkel, also ich hoffe, dass das Publikum nicht zu unter der Hitze leidet, dass es also, wir müssen also da abweichen in. Ja, genau. Also das ist nur zur Einführung so eine kurze Video-Review hier so. Der Prof. Patsch hatte dieses Video vor ein paar Wochen oder Monaten mal rumgeschickt, Anders Heilsberg hier über TypeScript. Das ist wirklich gut, wo der irgendwie hier 27 Minuten 40, wo er so rumplaudert da. Und das ist ziemlich gut. Also wer das noch nicht angeschaut hat oder auch das Netz, sollte das anschauen. Wir machen ja dann die Links irgendwo dahin. Also wo Anders Heilsberg, der ja, ich glaube, mal mit Turbo Pascal angefangen hat, der ersten IDE irgendwie, die unter MS-DOS lief damals, und der bei Microsoft ist seit langer Zeit offenbar und der halt beim TypeScript-Projekt und bei VS Code und so und auch bei dem Language Server. Ich bin nicht sicher, vielleicht. Bei C-Sharp kenne ich immer diesen Meyer, glaube ich, heißt der, gell? Meyer ist auch der, hat dann irgendwie auch bei C-Sharp. Ja. Also so gut kenne ich die Microsoft-Leute auch nicht, wer da jetzt wer ist. Aber dieser Vortrag ist wirklich empfehlenswert, weil der da so aus dem Nähkästchen plaudert, was er so gelernt hat im Laufe der Jahrzehnte. Wo er sagt, wie man einen Compiler macht. Also dass das eine höchst interaktive Sache ist, das ist eine höchst inkrementelle Sache auch. Paul Phillips hier, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt und vielleicht auch auf der Video, auf der Mailingliste rumgeschickt. Und das ist von 2013 ein eingeladener Vortrag auf so einer Scala-Konferenz. Und das ist sozusagen zu dem, was du vorhin sagtest, zu Occam's Razor. Also es ist, Scala ist ja 2008 so richtig groß geworden, da bin ich ja auch eingestiegen. Und das ist sozusagen 5 Jahre danach und das ist jetzt 5 Jahre her. Und er ist ja kurz vorher, bevor er diesen eingeladenen Vortrag gehalten hat, ist er aus dem Kernentwicklungsteam von Scala ausgestiegen. Der Paul Phillips war immer der Zweite nach dem Odersky über lange Zeit. Und der plaudert da so ein bisschen und der ist ja noch nicht so alt. Also der geht, hier ist er so um die 40 vielleicht. Und das ist hochinteressant, was der da plaudert. Weil der als ein junger Mensch halt da wohl eingestiegen ist, als einer, der denkt, also viel ist besser. Und wo er dann nach ein paar Jahren sozusagen da so zurückschaut auf seine Jahre, die er da gearbeitet hat und dann eigentlich alles Allgemeinplätze da bringt. Also einer, der jahrzehntelang, also wenn er jetzt 20 Jahre älter wäre, wäre es für ihn alles klar, was er sagt. Der Heilsberg ist halt einer, der auf die Jahrzehnte zurückschauen kann und der ist halt gerade hier so, also ein Vortrag so kurz nachdem seine Jugend beendet ist gewissermaßen. Das ist ein hochinteressanter Vortrag. Und ich bin ja auch Scala-User, also wir haben ja bei Isabel Scala schon öfter darüber gesprochen und ich bin damals halt auch eingestiegen, weil ich mir davon erhofft habe, dass ich also funktional auf der JVM arbeiten kann. Und das habe ich ja auch geschafft, aber ich habe mich halt sehr eingeschränkt. Also ich beschränke mich halt gerne auf den Kern der Sache und fange dann nicht an, Firlefanz irgendwie drumherum zu machen. Und ich verstehe also im Nachhinein sehr gut, warum die Scala-Community da so ein bisschen ins Stocken geraten ist die letzten 5 Jahre. Vielleicht müsste man da noch neuere Vorträge von Odersky zu hören, aber das ist, also we are doing it all wrong. Da geht es also um Language Design, Compiler Design. Und dann ist das so, das sind so schöne Aussagen wie, ja, wenn die Sprache nicht so kompliziert wäre, könnten wir die toll, schnell und effizient implementieren. Also man muss dem User sozusagen Features wegnehmen und sagen, du brauchst jetzt nicht das auch noch und das auch noch und hier Pointer-Vergleich auch noch und so. Also minimalistische Sprachen
mathematisch gut verstandene Sprachen, die man dann hochperformant implementiert. Das ist eigentlich das, was ich da als Lehre, als, ich meine, seit Jahrzehnten sagen wir das eigentlich so, die Leute, die das wissen, gell? Und wir sind ja immer noch nicht da. Das Programming Scanning habe ich hier nur noch mal als Anhang, weil der Alan Kay ist ja der Erfinder der Objektorientierung und die haben halt wirklich dann gesagt, ja, jetzt machen wir mal alles, was wir uns vorstellen können in einer Sprache. Das war so dieser ursprüngliche Ansatz und das nennen wir Objektorientierung. Kein Mensch weiß mehr, warum das so heißt. Das ist, und er leistet da auch Abbitte und sagt, ja, das war ein Fehler und in meiner Jugend habe ich halt Fehler gemacht und jetzt bin ich über 70 oder gehe auf die 80 zu und erzähle mal den jungen Leuten hier, was sie vermeiden sollen an Fehlern. Also das ist so, also das sind Vorträge, die irgendwie implizit in das Thema reinpassen, weil TypeScript halt auch so ein JavaScript-Renovierungsprojekt ist. Und wo man, also wie viel soll da rein? Soll das so eine dicke, fette Sache sein, die alles kann und am Ende gar nichts, weil sie viel zu fett ist? Oder ist das gut ausbalanciert? Und ich habe das Gefühl, dass also Leute wie der Heilsberg, es kommt in dem Vortrag halt raus, die wissen schon Bescheid, was sie da tun. Und das ist ziemlich, eigentlich ziemlich gut gemacht so. Jetzt habe ich noch hier über Mathematics und Formal Logic, also es muss ja immer irgendwas kommen mit formaler Logik noch. Das ist ein aktueller Vortrag von John Harrison, Let's Make Set Theory Great Again. Und der Prof. Batsch hat ja beim letzten Vortrag richtig gesagt, dass JavaScript so eine Art Lisp ist, mit ganz komischer Notation. Und Mengenlehre ist das Lisp oder das JavaScript der Mathematik. Es ist, also hier aus seinem Vortrag, er redet so, also man muss sich so vorstellen, wir haben sowas wie Homotopy Type Theory, was ganz hot ist, wo, also so das Haskell der Mathematik oder das Scala der Mathematik. Oder das, und ja, weil das ist ja eine tolle Sache, es ist ja hot. Gell? Und der John Harrison als so ein alter, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, John Harrison ist so ein alter Hohlmensch. Und dann hat er gesagt, so jetzt bringe ich mal wieder meinen alten Vortrag und das ist sogar eine alte URL mit HTTP, das ist also kein HTTPS zu haben hier. Also diese Uralt-Konferenz hier hat ihn eingeladen und dann hat er über ein altes Thema von ihm geredet. Und dann hier Why Types, also bei TypeScript geht es ja auch um Types. Jetzt geht es hier um Types in der Mathematik. Also the dominance of types has come about for a mix of technical and social reasons. Types make logical inference simpler. Types give a systematic way of assigning implicit properties. Also wenn ich eine Variable x, die eine natürliche Zahl sein soll, dann habe ich da irgendwie implizit schon was drüber gesagt. Types are part of an overall philosophical approach to foundations, e.g. from Martin Löff. Also das ist dann auch Homotopy Type Theory, hier Martin Löff. Types are natural to computer scientists who develop many theorem-proving programs. Also das sind hier ML und Haskell-Leute, die die Prover implementieren. Die machen natürlich stark typisierte Sachen. Das sind ja keine Lisp-Leute, die das, ganz wenig Lisp-Leute. Types are a rich topic of pure research and therefore more interesting. Also man kriegt dann mehr Publikationen und mehr Grants und sowas dadurch, was mehr Leute, mehr Doktoranden, mehr Postdoktoranden und so weiter. But not all of these are good reasons in some of perverse incentives. Also das ist schon ein bisschen so, dass man, also die Forschung, die muss ja auch interessant sein, dass die förderungswürdig ist. Wenn man sagt, wir machen hier langweilige Mengenlehre oder so. Dann, also hier sagte John Harrison, könnte es ein bisschen weniger sein, dass wir also nicht so viel Type-Theorie machen, stattdessen dieses Lisp der Mathematik ein bisschen aufpäppeln. Also ich finde, das, also am Ende kommt wahrscheinlich, wenn der John das schafft und ein paar Leute werden ihm da helfen, also es ist so eine Mode geworden bei uns die letzten 6 Monate darüber wieder zu sprechen, also am Ende kommt wahrscheinlich so eine Art TypeScript für mathematische Logik raus, wenn das wirklich gelingt, dass man also so ein Frontend macht und sagt, okay, hier ist dieses untypisierte Zeug. Und bei TypeScript ist es halt so, ich habe JavaScript-Records, die darum, oder Objekte heißen die ja, gell? JavaScript-Objekte, denen ich anhand der Gestalt Typen gebe, also Dinge, die zufälligerweise so aussehen, kriegen einen Typ, oder wenn dann ein Array ist mit einem Int, einem Bool und einem String, dann kriegt das diesen Typ, dann rekonstruiert man ein Typsystem, was vorher nicht da war. Das ist der TypeScript-Ansatz und das ist bei John Harrison eigentlich der gleiche Tenor. Also ich hoffe, vielleicht schafft es unsere Community, wenn wir das so gut hinkriegen wie der Heilsberg hier die letzten Jahre bei Microsoft, dass wir also Set Theory Great Again machen können, so wie die halt JavaScript Great Again gemacht haben. Okay. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Knuppel, deren Ansatz. Die starten ja auch mit erstmal so einer Programmiersprache, irgendwie das, und dann stülpen die da ein Typsystem darüber. Mhm. Und eine Besonderheit bei denen ist,
Typing, also dieses das Typurteil, hat folgenden Typ, das ist nicht entscheidbar und deswegen müssen solche Urteile bewiesen werden in deren System. Aber das ist bei Martin Löf generell so, gell? Ist auch bei Hot so, Homotopy Types hier so, oder? Naja, also bei diesem klassischen Beweis aus Denny Cock und weiter da, musst du deine Terme eben so schreiben, dass der Typ-Checker das nachvollziehen kann. Und also die, das, wenn du da alle Annotationen explizit gibst, zum Beispiel bei einer Lambda-Abstraktion, dass du explizit sagst, was der Typ von deinem Argument ist, von den Variablen, die du bindest, dann kann das ein Computer checken, ob das stimmt. Also du hast dann diese Unifikation in ML und SQL. Also die versucht quasi von deinem äußersten Level rein zu inferieren, was welchen Typ hat. Ja, es ist ja, also ML-Typisierung heißt, du schreibst halt gerade so viele Typen hin, dass du alles ergänzen kannst nachher durch Typinferenz. Da sind wir ganz klassisch Programmierer. Und bei Tim ist sozusagen das andere Extrem, also Martin-Löff-Typ-Theorie, das ist das andere Extrem. Du schreibst alle Typen hin und trotzdem musst du einen Beweis führen, dass das dann einen Typ hat. Also du musst das, das ist ja nur eine Behauptung. Das ist eine Behauptung. Naja, also in so klassischer Typ-Theorie, da muss man halt den Term hinschreiben und das wird dann ein super langer Term, weil du musst, immer wenn du zum Beispiel Lambda machst, musst du auch schreiben, was für ein Typ die Variable hat und dann kann ein Computer das mechanisch nachprüfen. Also, aber ein Computer kann nicht immer von einem Term, wo vielleicht manche Typen fehlen, einen Typ inferieren. Das ist nicht möglich. Und der Ansatz bei NuPerl war, dass man Terme hat, erstmal in einer untypisierten Sprache, JavaScript, Lisp, so etwas. Und dann tut man darüber ein Typsystem bauen. Und die Typurteile in diesem Typsystem sind dann, muss man beweisen, dass die stimmen mit so einer Cock-ähnlichen Taktik-Programmierung. Ja. Sind die Typen out of band dann? Also sind die dann implementiert mit einer anderen Sprache oder sind die implementiert mit der gleichen Sprache, über die man auch ein Das weiß ich nicht. Also letztendlich ist alles Lambda-Kalkül, dann hast du halt verschiedene Arten von Lambda-Kalkül da drin. Die allgemeine Frage dahinter ist, wie viele Typen gönne ich mir? Wie stark ist das Typsystem? Also mache ich da noch ein bisschen syntaktisch, dass ich was festlege hier oder mache ich da die volle Logik und sogar so, dass ich eben, dass es ein Urteil ist, was zu beweisen ist. Und bei Cock ist das eben so ein Mittelding, wo die Typisierung direkt syntaktisch nachprüfbar ist. Das ist also nicht diese volle Allgemeinheit von Martin Löf. Und wir haben halt Martin Löf, also was in der modernen NuPerl ist die erste Implementierung davon oder ganz frühe Implementierung gewesen. Und HOT ist halt eine moderne Revitalisierung dessen. Zwischendrin hatten wir Cock. Da haben wir sozusagen diesen extremen Bereich von sehr mächtigen Typsystemen, wo ich dann sogar Beweise führen muss, nur dass das den Typ hat. Und das andere Extrem ist halt Lisp, wo ich sage, ja, scheiß drauf und es ist alles untypisiert und der Programmierer weiß, was er eigentlich will und dann haben wir gar kein Typsystem, wir haben nur einen Typ für alles. Und TypeScript sehe ich halt in der Tradition, wo man sagt, naja, das ist, wir kommen von dieser untypisierten Sichtweise, von dieser Lisp-Welt, JavaScript eben, also dieses komische Lisp, mit komischer Notation hat der Prof. Pasch das richtig charakterisiert und machen so ein bisschen Typsystem drüber und dann nehmen wir aber ein sehr gutes Typsystem und eins, wo wir dann gute Tools haben. Die verkaufen das ja jetzt auch, dass die den untypisierten Leuten sagen, ja, dann kann die IDE euch sehr viel sagen, was ihr dann machen müsst. Das Typsystem ist nicht so wirklich mächtig, oder? Aber es ist halt sehr gut instrumentiert mit Also ich habe hier nichts vorbereitet, systematisch das Typsystem wirklich zu untersuchen. Da müsste man mal die Papiere raussuchen. Ich weiß nicht, ob der Heilsberg das hat. Wenn man da die Dokumentation anschaut, da gibt es eine Webseite mit dem Handbuch. Ich habe es ganz am Schluss hier. Hier, das ist der allerletzte Link. Und daraus kann man ja so ersehen, was das Typsystem ist mit so Union Types und sowas. Also hier dieser Handbook-Bereich. Genau, da sind gute Sachen drin. Und man müsste mal
wirklich schauen, das ist ja für den Benutzer hier zur Einführung. Also was sagt der Advanced Types? Also bei den Einführungen musst du immer gleich auf Advanced Types gehen, dass du siehst, dass es quasi noch so... Naja, also ja, Intersection Types. Intersection Types. Dann hast du natürlich auch... das Union Types und Intersection Types, wo ad hoc... Deine Probleme mit Vererbung und... oder haben wir die Vererbung drin? Das sind wir jetzt hier beim interessanten Teil, den ich aber nicht detailliert vorbereitet habe. Also da ist schon eigentlich alles, was man so hat. Also man hat so ein ML-artiges Typsystem, du hast halt Subtyping und du hast so ein objektorientiertes Typsystem und du hast ja Union und Intersection Types. Und der Compiler enthält halt, oder auch die IDE, das ist ja eben dieser Vortrag von dem Heilsberg, wo er sagt, der Compiler ist nicht ein Programm, was die Source in ein Objekt umsetzt und einen Haufen Fehler ausspuckt, sondern während der User da editiert, ist der Compiler immer irgendwie am Laufen und schlägt irgendwas vor und macht eben partielle Checks und anhand der Typinformation, die eben partiell da ist, wird was vorgeschlagen. Und dann muss der halt da eine ganze Menge machen. Und da müsste man, also das habe ich jetzt wirklich für heute überhaupt nicht vorbereitet, das wäre eine anspruchsvolle Sache, nochmal genau zu schauen, welches Typsystem ist denn das und was sind denn da die Algorithmen da, um dem User zu helfen, also nicht nur Fehler zu liefern, sondern eben Vorschläge auch zu liefern. Für die Prinzip, je mehr Typen du einführst, je strikter deine Typen sind, desto mehr kann dir der Compiler auch vorschlagen, was dann an welcher Stelle möglich ist. Also welche Punkt, was dann reinfallen passt oder so. Ja, also in dem Vortrag illustriert das an dem Beispiel, wo du sagst, du machst foo-Punkt und dann anhand der Typinformation schlägt er vor, was sind da für Operationen möglich für das Punkt. Das ist so das. Aber es ist wahrscheinlich das ist so. Also wenn du irgendwie noch eine Zwischenoperation machen willst und dann halt noch was hast, was da gerade nicht reinpasst und der das dir erstmal nicht vorschlägt, das willst du ja eigentlich dann auch nicht. Das habe ich nicht verstanden. Also wenn du irgendwie gerade eine Liste hast und da halt irgendwie drauf rumhantierst, irgendwie Map und Filter und was geht das und halt im Endeffekt ein Objekt rausbekommst, weil du es dann irgendwie zusammenkommen könntest oder irgendwas, dann willst du ja schon erstmal die Listenoperation haben und nicht direkt von Teilausdruck. Die dann vorschlagen können, was dann an Funktionen an der Stelle. Also die IDE muss für Teilausdrücke möglichst verstehen, was soll der Typ da sein oder was könnte der Typ sein und anhand dessen dann Operationen vorschlagen. Also Teilausdrücke, die irgendwie partiell Servus unbekannt sind oder kaputt sind oder sowas. Das sind dann immer die üblichen Probleme da. Und das wäre schon interessant, ich weiß nicht, ob Microsoft das veröffentlicht. Das sind ja wichtige Leute, die da jahrelang dran gearbeitet haben, die letzten Jahre. Und es ist ein überzeugendes Produkt, was rausgekommen ist. Ich rede hier über TypeScript, obwohl hier immer diese Mengenlehre Folie von John Harrison aufliegt. Aber die These ist ja, dass man was Ähnliches mit Mengenlehre machen kann. Also ob das die veröffentlicht haben, die Microsoft-Gruppe, was die da machen, das habe ich nicht rausgefunden. Das wäre interessant, dass die da nicht nur plaudern auf YouTube, sondern da auch wirklich richtige Dokumente, wo das erläutert wird. Das wäre sehr interessant. Das ist dann die Hausaufgabe. Ich habe es also nicht rausgefunden bisher. Das hat es Google nicht von sich aus. Ich hatte hier nur gerade gesagt, dass also John Harrison, Let's Make Sets Here Great Again, also Mengenlehre ist ja so eine Art untypisiertes Lisp oder JavaScript für die Mathematik. Und er hat vorgeschlagen, so eine Sache wie TypeScript zu machen. Also er hat es nicht so genannt, aber ich interpretiere ihn so, dass man so eine Art Soft-Typsystem da drüber legt und dann Tooling dafür macht. Darum geht es ja eigentlich, dass ich also dass die IDE dem User sagt, was da gerade los ist und was Fehler sind und was Möglichkeiten sind, weiterzumachen. So, und jetzt Isabel VS Code ist sozusagen so eine TypeScript-Application, die ja da im Titel vorgeschlagen ist. Und das ist deswegen wichtig, weil ja bei mir das Universum immer ein heißes Zentrum hat, das ist Isabel, und es muss alles da irgendwie angelagert sein. Und das ist nochmal zur Erinnerung, also wie ist Code, meine Terminologie, ich bin immer sehr sorgfältig und versuche das so auszusprechen, dass das möglichst wenig Verwirrung stiftet. Also das Produkt heißt Visual Studio Code. Und das Executable heißt Code und du hattest diesen Aufkleber mit Code die Welt verbessern. Das hat aber damit nichts zu tun, gell? Das ist also eine Verwirrung. So anmaßend, wie sie es nur können, ja. Das Executable Code zu nennen. Visual Studio Code, das Branding, dieses Visual Studio Projekt ist ein ganz anderes. Und ich habe das jetzt schon gemerkt in Oxford auf der Flock-Konferenz, wo viele Leute danach fragten und die sagten,
dann Visual Studio. Also Visual Studio Code ist zu lang und Isabel Visual Studio Code auch zu lang. Und Visual Studio, was meinen die? Meinen die das Microsoft-Produkt? Meinen die Visual Studio Code oder meinen die Isabel VS Code? Die Visual ist schrecklich zum Aussprechen. Ja, also ich nenne das immer VS Code und Isabel VS Code ist sozusagen diese PIDE-Adaption. Also Visual Studio Code ist einfach Electron, das kennt hier jeder, gell? Node.js kommt mit V8, JavaScript Engine. Es ist eine IDE für TypeScript in TypeScript. Also das ganze VS Code, das ist eine riesen TypeScript-Umgebung. Das ist eigentlich wie Emacs, eine IDE damals war für Emacs Lisp. Das ist eigentlich eine gute Fortsetzung dieser ganzen Emacs-Kultur. Die haben jetzt sogar seit einem Jahr schon ein VI-Binding, das niemand mal probiert. Also die haben das Potenzial, dass sie den ganzen Markt aufräumen, indem alle VI- und Emacs-Leute dann da überwechseln. Also VS Code ist nicht nur ein Es ist zunächst mal für, also die sagen, es ist für alles, es ist eine Universalsache, aber die Gesamtumgebung ist halt in TypeScript gemacht und die TypeScript-IDE ist einfach das am besten funktionierende Produkt da. Und das ist auch das, was der Heilsberg da in seinem Vortrag hier am Anfang mehrfach erwähnt und er redet eigentlich über das. Er sagt eben, VS Code, dieser Editor enthält halt diesen neuartigen Compiler, der mit der IDE koinzidiert, da gibt es nicht zwei verschiedene Sachen, hier ein Tool für die IDE und einen separaten Compiler, sondern das ist ein Ding. Und während eben der User partielle Eingabe da verarbeitet in Realzeit, muss das Ding eben anhand der Programmiersprachensemantik irgendwie Rückkopplung geben. Und das ist mit dem Editor dann so verwachsen. Also das ist so dieses, und das ist sozusagen hier das Supremum der Möglichkeiten im Moment. Und die anderen sind dann halt alle ein bisschen schlechter oder arbeiten da noch dran. Und das sind ja meistens also 0.0.1 Versionen und sowas. Also es ist dann schon, also das ist eine lange Liste. Nur bei dem, also dieses Language-Server-Protokoll, was Microsoft da anbietet in dieser VS Code-Umgebung, ist ein Versuch, also so ein generisches Programmiersprachen-Backend-Protokoll zu haben. Das nennt sich Language Smartness. Also da kann dann eben einer, der einen Java-Compiler baut oder einen Scala-Compiler oder irgendwas anderes oder Haskell, kann sich dann relativ leichter anbinden und dann partizipieren an diesem VS Code. Aber das ist alles noch so ein bisschen minimalistisch und noch nicht so richtig ganz toll. Da habe ich mich selber halt schon angekoppelt hier vor eineinhalb Jahren oder was habe ich das gemacht. Das ist der Language Server, der ausgekoppelt wurde mittlerweile. Das können wir uns nachher genauer noch anschauen. Hat halt noch keine 25 Jahre zum Wachsen. Ja, also es ist natürlich jetzt mal von den, beim letzten Mal haben wir über PIDE so allgemein gesprochen, da habe ich 10 Jahre dann rumgebastelt und jetzt machen die ja so eine, das ist vom Anliegen was ähnliches, also VS Code, ein Editor mit so semantischer Texteditor und dann haben die auch so ein Protokoll und so, also PIDE ist schon besser als dieses Language Server Protokoll. Das, da werde ich nachher noch ein bisschen was drüber sagen, also im Vergleich. Also man kann sozusagen, also hier die 2.18er Release, die ist ja in der Pipeline, also die ist eigentlich schon fertig, also die kommt dann übernächste Woche raus hier oder so. Also das, man kann auf dem Marketplace kann man da einfach nach Isabel suchen und dann man kann auch nach Cox suchen. Kann man, da hat jemand dann relativ minimalistische Syntax-Checking gemacht hier irgend sowas. Gell? Bei Isabel sind dann halt meine drei Versionen davon. Also das ist für die jeweilige Release. Da gab es immerhin 427 Downloads bei der zweiten. Das ist tatsächlich fürs Jahr. Nicht mit Isabel zusammen, sondern für das Isabel Release quasi. Also hier bin ich sozusagen, also weil ich das noch nicht absorbiert habe, das ganze VS Code. Also startest VS Code und lässt so eine Extension, die muss zu deiner Isabel-Installation passen. Und die heißt halt so wie die Isabel-Version. Jede Isabel-Version ist ein neues Produkt, was auf dem alten Produkt basiert. Eigentlich sind es gar keine Versionen. Also Isabel 2.17 ist ein anderes Produkt als Isabel 2.18. Und das ist eine Entwicklung, irgendein Zusammenhang, aber wir haben keine Versionsnummern eigentlich. Und der liegt dann auch drauf, dass alles durchkommt, also alles durchbeweist einmal, wenn man bevor was Neues rausbringt, also alle... Ja, das wird sogar ständig gemacht. Das ist eigentlich, wenn man... Das habe ich kürzlich nochmal, also ich hatte in Oxford so einen Vortrag zum Scaling von Isabel. Wenn du entwickelst, ist es immer eine Hypothese, das ist diese philosophische Diskussion, ein bisschen, die wir vorhin angefangen haben, wo wir gesagt haben, was wir da nicht drüber heute reden, aber
du testest eine Hypothese einer Änderung gegen den Bestand, den du hast. Mhm. Und du musst sozusagen das schnelle Feedback kriegen, ob das eine gute Hypothese war. Und da gibt es halt die, Peter O'Hearn heißt es Diff-Time, also wie lange starrst du den Diff an, bis du sagst, es ist eine gute Idee, den Change zu machen. Und da sagt der Diff-Time 15 Minuten. Also 15 Minuten lang, dann muss der Test komplett durch sein. Und ich sage immer 10 Minuten, das ist die Edmund-Stoiber-Konstante. 10 Minuten, 10 Minuten. Das haben wir halt damals 2006 so aufgegriffen. Da. Das ist auch die Zeit, wie lange ist die Einmaximal? Ist das auch die Zeit, wie lange ist die Einmaximal da brauchen darf, um alle Tests zu laufen? Ja, ja. Also, das 10 Minuten. Also, das ist das Ideal und das kann man, habe ich das letzte Woche nochmal gemessen, also mit dem schnellsten Rechner, den ich irgendein Isabel-User mir zur Verfügung gestellt hat, habe ich das tatsächlich geschafft. Das ist ziemlich gut, wenn man das schafft. Das ist verdammt gut. Da brauchst du aber wirklich, also hier irgendwie mit Travis oder so kriegst du das nicht durch. Da brauchst du schon einen heißen Ofen. Einen nicht kaputten Eingriff in die untersten Library machen und dann warten, bis alles einmal überprüft. Also es ist ja die Gesamtsourcen, also wir machen ja Mathematik und du änderst halt irgendeine Kleinigkeit, eine kleine Definition, die kann ja alle Beweise, die das verwenden, irgendwie dann kaputt machen oder auch nur die Syntax davon, also musst du schon nachtesten. Es mhm. kostet halt sehr viel, wenn man das dann erst später macht und merkt, dass das überhaupt nicht schlecht ist. Du willst ja eine Hypothese des Tests, des Changes durchkriegen. Also aus der Diskussion klingt schon ein bisschen an, also Hoover IDE ist ein bisschen mehr als hier Programming Language IDE. Man ändert dann doch mehr und man muss dann mehr reparieren, eventuell bei Beweisen. Okay, also nochmal zurück hier. Also 2018, also wenn man das jetzt benutzen will, hier hatte ich das schon am Laufen, aber ich zeige das nochmal schnell. Jetzt habe ich mein Terminal zugemacht und das springt jetzt darüber, gell? So, wenn ich jetzt, wie kann ich denn hier jetzt ein Terminal bekommen? Genau. Also, Code die Welt verbessern, VS Code, hier öffne ich es auch gleich mal zur Selbstapplikation, ich liebe immer diese Selbstapplikation, also wir wenden jetzt das auf sich selber an, dann haben wir sozusagen diese TypeScript-Entwicklung, also es ist eine Extension für VS Code, die kann ich mir runterladen, aber hier entwickle ich die, also ich öffne die Sourcen-Extension, dann habe ich hier die Projekt-Sourcen, also die Extension mit dem Einstiegspunkt und hier der, das ist hier ein Breakpoint und dann kann ich im Debugger mal die Extension laufen lassen, Launch Extension hier, also wir haben Visual Studio Code, wir haben diese Isabel Extension in der Source, die haben wir jetzt nicht vom Market da runtergenommen, sondern von der Source und in der Umgebung geöffnet und lassen die laufen und dann springt der Debugger hier an den Start, also das war so Activate. Und dann haben wir Isabel Home. Das ist sozusagen hier der Zugriffspunkt auf das Isabel-Universum, Isabel Home. Das sieht man auch, ist das einigermaßen, ist das zu klein, gell? Ja, ach so, das ist zu klein. Das ist auch so ein bisschen so ein Problem bei VS Code, dass diese relativen Font-Sizes, das habe ich noch nicht rausgefunden, wo das konfiguriert wird. Vielleicht kann man das gar nicht konfigurieren. Also hier steht Isabel Horn, das ist hier schlecht zu sehen bei dem Projektor. In diesem rechten Teil scrollen. Einzelne, oder? Scrollen. Also Plus machen oder was? Ja. Also wenn ich jetzt hier drüben, wenn ich hier Plus mache, geht alles. Okay. Und hier kann ich sozusagen, das Plus-Minus bezieht sich auf das Gesamtensemble. Ich könnte aber den Font kleiner machen. So, das ist hier noch relativ oldschool. Wenn ich also hier mal auf also ich mache jetzt den Basisfont klein und mache das insgesamt ein paar Mal plus. So ist ein bisschen besser, ja? Und hier ist die Farbwiedergabe nicht so toll, dass der Kontrast irgendwie relativ schlecht. Stimmt, wir haben ja ganz genau. Gar nicht so groß machen, genau, das Netz sieht ja mein Screencast hier. So, also wir haben sozusagen in der Entwicklungsumgebung
von VS Code Extensions haben wir diese Isabel Extension gestartet und der Breakpoint war dabei diese Activate-Operation und ich bin hier am Steppen. Also der steht hier im Moment. Und wenn ich das hier einfach weiterlaufen lasse, dann, also da ist nur ein Breakpoint drin, der läuft dann normal. Und das ist ja unsere Entwicklungsumgebung und das ist die Applikation, die wir entwickeln. Dieses andere Fenster hier, da macht er dann also Extension Development Host. Also er macht dann rekursiv in sich eine Applikationsumgebung, die läuft. Also hier läuft die Applikation und hier ist sozusagen der Editor mit dem Debugger. Und der ist jetzt so weit gelaufen, dass also hier der ML-Prozess, der Isabel, nicht der ML-Prozess, sondern der Isabel-Prozess gesamt, der PIDE-Prozess, hat sich hier gemeldet und hat hier Welcome gesagt. Und dadurch haben wir sozusagen in dieser laufenden Applikation, die wir in der anderen IDE hier entwickeln, haben wir jetzt unten drunter den Isabel-Prozess am Laufen und können eben den Term hier semantisch, also der hat eine Semantik, dieses Term bla bla bla. Der Term spuckt hier von sich aus einfach den Term aus mit dem inferierten Typ. B-Liste, aber das F, das können wir jetzt hier auch sehen, dass das, wenn ich da drauf hoffe, das F eben A nach B ist. Also da haben wir diese Language Smartness, dass der Text, der im Editor ist, dank dieses Hintergrundprozesses irgendeine semantische Annotation bekommt. Und der Hintergrundprozess ist eben Isabel Pide. Und dann sagt er eben an der Stelle, okay, das F hat eben folgenden Typ. Das X hat den Typ hier. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier standen, hier in unserem, also VS Code generell. PIDE ist sozusagen Power IDE Framework von Isabel mit dem Language Server oben drüber. Also ich habe da eben damals vor eineinhalb Jahren, da habe ich halt einfach, das ist so ein JSON-RPC-Protokoll, habe ich einfach über den PIDE-Prozess drüber gebaut und dann sind einfach so ein paar einfache Messages. Dann fragt er eben, ja, an der Stelle will der User jetzt wissen, ob da ein Pop-up anzuzeigen ist und dann gebe ich halt ja die Typinformation daraus oder so. So, genau, das hatten wir gesehen. Also, hatten wir nicht gesehen. Wir hatten die Entwicklung dessen gesehen. Und im Marketplace kann man das Produkt sozusagen dann am Ende da runterladen. Mal schauen, ob hier. Genau, einer, das bin ich jetzt aber hier selber mit der anderen IP-Adresse oder so, der das in der Zwischenzeit runtergeladen hat. Den habe ich vorhin gemacht, den Screenshot. So, also VS Code installieren, die Extension aus dem Marketplace und dann ist da so ein README unten dran, dann fummelt man so wie bei Emacs früher rum, dass man da noch so seitenweise Settings macht und dann, wenn man Glück hat, funktioniert das. Und das ist, weil, oder kommt jetzt bekannt vor, also so hat man das klassischerweise gemacht, gell? Und so ist es halt bei VS Code so heutzutage. Und bei Isabel Jaded habe ich das anders gemacht, wo ich einfach alles vorkonfiguriert ausliefere. Also mit dem Editor, mit der JVM und allem. Und dann sagen die Leute, ja, warum machst du denn das? Naja, damit man da nicht rumfummeln muss. Also ich werde irgendwann, wenn ich das wieder aufgreife, das Projekt, dann versuchen, das zu bundeln, dass ich also selber das Bundling von VS Code zusammen mit der Extension und zusammen mit Isabel und so alles in eine Applikation mache. Das müsste eigentlich schon gehen. Fummelarbeit sein, aber dass man alles komplett ausliefert. Man kriegt ein eigenes Branding und heißt dann halt Isabel VS Code. Dann gibt es nichts zu basteln bei dem Ganzen. So, also hier ist nur mal die Release, die jetzt rauskommt, also die 1.1 Release. Also statische Syntax-Tabellen, die werden halt für Theorie-Files, das sind die Isabel-Sourcen, und ML-Files, das ist Isabel-ML, die werden halt statisch erzeugt. Das ist ein Isabel-Tool, was diese Eingaben-Files da erzeugt. VS Code hat da, wie heißt dieser Editor? Kann sich jemand erinnern? Die VS Code Syntax-Tabellen, das ist so ein Standard-Editor aus dem Mac-Bereich und da gibt es ein Node.js-Modul, ein NPM-Modul dazu und dann haben die das verwendet. Und das generiere ich halt statisch. Das ist ein bisschen schlecht. Da sehen wir schon, dass das Modell von VS Code ist so, na, die Sprache ist immer die gleiche, aber Isabel kann ja jede Theorie eigentlich eine andere Sprache definieren. Und dann müsstest du für jedes File eine eigene Syntax-Tabelle haben. Und das habe ich in VS Code einfach noch nicht geschafft. TextMate, genau, TextMate. Und da gibt es ein NPM-Modul, um da die Syntax bereitzustellen und das zu parsen und daraus irgendwie Syntax-Highlighting zu machen. Und das haben die da verwendet. Dependency Management heißt ja nur, dass das der PIDE-Back, das ist deklarativ, also
wenn der User Files öffnet, wird das einfach dem Hintergrundprozess einfach alles gegeben. Der kriegt immer die Edits und der, wenn er dann noch mehr Files braucht, dann weiß er das von alleine. Overview Lane ist dann also diese Strichel da, diese bunten Strichchen. Hoover Messages in den Sourcen, Error Warnings, das ist eigentlich klar. Semantic Text Decorations, hier das, die Farben der Variablen, die Inferred Types und so, also das gehört alles. Ah, da steht hier Language Server Protocol Extension. Ja, es ist so, also die Pop-ups gehören zum normalen Language Server Protocol und die Farben nicht. Also ich hatte ja hier so ein semantisches Highlighting, dass das F blau ist hier und das Map schwarz ist. Das ist ein semantisches Highlighting. Und das ist sehr wichtig eigentlich, also wo ich, also wenn ich ein anderes F, in einer anderen Situation F habe, dann sollte das nicht blau sein. Also darf ich nicht irgendwie nach statischen Prinzipien da Farben vergeben, sondern nach dem Kontext eben, nach dem formalen Kontext. Und das habe ich einfach ergänzt. Normalerweise werden die Farben einfach aus dem Lexer rausgeschmeißt. Und das hier ist eine Funktion, oder das hier ist ein Funktionsargument, und dann wird das halt schwarz oder blau. Also da haben die, wie in einem klassischen Texteditor, so ein bestimmtes Modell, was das so sein kann, und dann halt eine Grammatik, die man im TextMate-Format vorgeben kann, und dann funktioniert das zwar dafür gut, aber für alles andere nicht. Also wenn man jetzt wirklich hier Definition f gleich f von x gleich x, dann ist es ja eine Konstante und jetzt ist das da unten schwarz geworden. Das ist kein String mehr, sondern jetzt tatsächlich semantisch hinterlegt. Also der die Source kriegt ihre Semantik durch den PIDE-Prozess, den Isabel-PIDE-Prozess, und der kann eben über das Language-Server-Protokoll, was ich da erweitert habe, an der Stelle sagen, haha, folgende Bereich ist eine Konstante und dann ist die schwarz. Hier wurde, und der Pop-Up, der ist dann das normale Protokoll, dass man einen Pop-Up machen kann. Hier gibt es eine feste Liste von Konstanten, Variablen, freie Variablen, Funktionen. Das wird von Isabel vorgegeben. Das ist dann... Also das hatten wir beim letzten Mal ausführlich, also das sind irgendwie Markup Free zum Beispiel. Und da kann ich jetzt, hier so ein Vokabular von Isabel, das ist einfach, das ist durch die Sprachen, die in Isabel wichtig sind, die, ja, es gibt so ein paar allgemeine Sachen wie Keyword 1, 2, 3, 4, aber sowas wie Free oder Bound oder Type Variable, das sind Isabel-Konzepte, die gibt Isabel vor. Und dem VS Code gebe ich halt an der Stelle einfach vor, okay, in dem Textintervall folgender Textdekoration, und die wird dann über so ein CSS-Styling da. Das ist so ein bisschen trickreich da. Also man kann so ein paar CSS-Properties vorgeben und dann kann man, also die haben eine Domain-Specific Language, um den Text zu stylen, so ein bisschen Farben und sowas. Und die wird nach CSS übersetzt. Und diese Übersetzungsfunktion, die lässt Unsinn durch. Da kann man sowas wie SQL-Injection machen. Indem man halt da einen Strichpunkt an die richtige Stelle rein fabriziert und dann macht man da Sachen rein, die nicht vorgesehen sind. Und den besten Programmierer. Das wird aber gebraucht. Das habe ich, also ich habe mir das nicht selber ausgedacht, sondern ich habe das in vorhandenen Extensions gesehen. Und dann schreiben die auch als Kommentar hin, ja, das ist eigentlich nicht vorgesehen, aber das funktioniert. Und dann kann man da sehr viel mehr Stile am Text verändern, als da an dieser Sprache für den Textstil vorgesehen ist, weil die bekannte Löcher hat. Das ist. Und es funktioniert ja immer noch. Also die haben das nicht irgendwie jetzt hier gehärtet. Das sind alle Ähnlichkeiten weil alle Leute schon ihre Escape-Hatches benutzt haben, die sie aus Versehen drin haben. Die können natürlich auch eine reichhaltige Sprache anbieten für das Styling vom Text, dass man eben sowas nicht braucht. Also zum Beispiel hier diese Dots da unten drunter, also da fehlen mir Squiggles irgendwie. Du willst in der IDE immer so farbige Squiggles machen, das fehlt. Oder gibt es nur also ganz eingeschränkt. Ja, die Squiggles sind. Und das ist einfach ein Border, das ist so ein Dotted Border in CSS. Und diesen Trick habe ich einfach von der vorhandenen Extension, die irgendein Microsoft-Mensch gemacht hat, oder habe ich irgendwo auf dem Market da gesehen. Und dann so, ach, da gibt es ein. Ich wusste ja gar nicht, dass es einen Dotted CSS-Border gibt. Da habe ich, was ist das hier und so. Du kannst vermutlich runde Ecken einbauen, wenn du willst. Wir können auch mal schauen. Wir können jetzt in unserer tollen IDE schauen. Also wir müssen uns immer daran erinnern. Also das ist die laufende Applikation und das ist... Ich hab die Kälchen. Also die Textgröße kann man nicht, den Textfont und sowas, das kannst du nicht verändern.
kannst mittlerweile komplett animieren aus CSS. Du kannst so Mandelbrotmengen in CSS implementieren, wenn du willst. Mhm, okay. Also hier ist dieses Decorations-Modul von mir. Und dann gibt es da so ein Vokabular, also hier gibt es so symbolische Dekorationen von Pide hier, dass ich da irgendwie sage, irgendwas ist unprocessed oder running oder so oder bad. Was habe ich da? Genau, das ist hier, also das ist Isabel hier. Und ich mappe das dann da auf so Stile irgendwo. Nutzt du eigentlich auch YXML wieder? Nee, also da jetzt nicht. Also wir haben VS Code, das ist ein Node.js-Ding und das hat einen Isabel Scala-Prozess und da einfach Standard in, Standard out und da ist ein JSON, das JSON-RPC, also offizielles JSON. Also du gehst quasi mit YXML nach Scala und dann mit JSON nach VS Code. Genau. Langsam. Das wird schon langsam. Also wenn jetzt jemand da ein großes Projekt öffnet, werden Edits erzeugt, dann kriege ich eine JSON-Message, hier ist ein File mit dem neuen Inhalt, dann kriege ich einen JSON-String literal, was irre groß ist. Und es geht schon, also wenn er jetzt editiert wird, kriege ich nur die Zeilen, die sich geändert haben. Da hatten wir jetzt in Oxford kürzlich, weiß ich, so einen User, einen sehr mutigen User, den Matthias Fleury. Also ich hatte dann im Vortrag gesagt, ja, ich habe noch keine User und dann meldete er sich, ja, er benutzt es schon. Und er hat dann wirklich so eine Situation, wenn ich jetzt, also da sieht man so ein bisschen von der Skalierbarkeit, was wir für Probleme haben. Wenn ich jetzt, also dieses Map hier, das ist ja aus der List-Theorie, also in Main importiere ich implizit unglaublich viel Zeug. Und wenn ich jetzt auf das Map hovere, das dauert jetzt hier ein bisschen, so, jetzt zeigt mir, ich weiß nicht, ob wir das sogar, ja, jetzt haben wir. Also VS Code möchte bei der Herkunftsstelle den Source zeigen. Dann muss der dieses File öffnen und schneidet dann da so den kleinen Teil nur raus und zeigt mir in dem Pop-up diese Source. Das macht VS Code, das mache nicht ich. Da kriege ich nicht eine Message, zeig mal den Source, dann könnte ich das effizient machen. Das heißt, die öffnen jetzt nochmal das File und nudeln das durch ihre Gesamt-Highlighting-Engine und sowas durch. Und das ist irre langsam und da hat jetzt der Matthias Fleury kürzlich rausgefunden, das liegt also an dem Symbols-Extension hier. Das liegt also hier, da gibt es so ein Prettify Symbols, um jetzt die mathematischen Symbole schön zu machen. Und der geht nochmal, hier, der da, der geht mit Regular Expressions nochmal drüber, um das zu ersetzen. Und das ist halt, das ist ein Performance-Bottleneck. Also das ist jetzt dem Matthias Fleury zu verdanken, dass er das rausgefunden hat, dass diese Extension die Sache so langsam macht. Und da sehen wir ein bisschen den Unterschied, also wenn du zu naiv das machst, und wir haben halt irre große Sourcen, und wenn du nur das Map wissen willst, dann möchte dir über eine riesen Theorie plötzlich was wissen. Also da muss man schon genau hinschauen, was man da alles macht. Und das habe ich halt über 10 Jahre bei Isabel Jaded schon gemacht, und hier ist es jetzt sehr rudimentär. Man muss dann halt mit den Microsoft-Typen da, also mit den Modulen, die produzieren, und diesen Add-on-Modulen hier noch zurechtkommen. Und das kann man vielleicht hier nochmal loswerden, das ist dann wieder Occam's Razor, dass wir also ohne das Modul vielleicht besser zurechtkommen. Aber du selber enabled hast, du kannst auch deaktivieren. Also das ist jetzt sogar irgendwie kaputt, jetzt sind plötzlich die Symbole hier nicht mehr richtig angezeigt. Ich weiß nicht genau wieso, habe ich das hier ausgemacht? Nee, eigentlich nicht, gell? Das hier ist schon am Laufen. Also es ist nicht so ganz robust. Was nutzt du für diese Item-Anzeige? Das ist meine normale Source, also mein Item-Symbol ist in der Source so. Das heißt, der macht es quasi auf die Main-Datei, die er öffnet, komplett einmal, bevor er diesen einen Ausschnitt ausschneidet. Das ist mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich. Also diese Prettify-Extension, wenn die neue Files sieht und neue Edits sieht, geht sie in bestimmten Situationen mit Regular Expressions drüber. Das sind auch so Delays, das haben wir gesehen. Jetzt ist plötzlich hier wieder geprettified. Also der klemmt sich auch in diese Edit-Events da rein und macht manchmal mit Regular Expressions Ersetzungen. Und das kann langsam sein. Wie gut ist das Debugging in der Geschichte? Also wie einfach kommt man darauf, dass das Prettify Symbols Mode ist? Weil das ist ja irgendwie Hooks, das ist, die irgendwo reingeedet werden. Es ist dann schon so ähnlich wie Emacs. Also eine Extension, die kann jetzt nicht alles machen, aber eine Extension hat so ein Activate und dann also kriegst du einen Editor-Kontext. Wir können das ja da nochmal anschauen. Das ist jetzt die falsche IDE. Weil gerade so Hook-Geschichten und Emacs sind fast nicht debugbar, wenn man nicht genau weiß, was man Also es ist nicht ganz so schlimm wie Emacs, aber fast so schlimm, würde ich sagen. Okay.
Also die haben schon die Erfahrung von Jahrzehnten Emacs-Debugging-Problemen mit berücksichtigt, aber ich würde sagen, am Ende, also Microsoft erklärt, dass eine Extension nicht alles darf. Und da wird sind auch Garantien sozusagen, also es ist einfach vom Programmiermodell her so gemacht, du kannst ja nicht beliebig rumpoken im Editor. Aber faktisch, wir haben es ja gesehen, also diese Prettify Symbols Extension, die frisst dann halt Zeit und macht ein falsches Display oder so. Das kann alles passieren. Aber du wolltest jetzt zum... ich hatte ja mal die nächste Bugging-Session, da habe ich nach einem Funktionsnamen gesucht und habe ihn partout nicht gefunden, bis ich herausgefunden habe, dass das ein Top-Level-Makro ist, was die Funktion erst erzeugt. Okay. Die man dann aufruft, ja. in diesem Modul. Also wir können noch mal kurz hier die Decorations... Machen wir mal die Decorations... Selbst dann Grab irgendwann auch zu funktionieren. Und wenn Grab nicht mehr funktioniert, dann ist irgendwas komplett falsch. Wenn du nicht nach einer Source suchen kannst, wo das namentlich zu sehen ist. Gell? Also du hast das also eine... Wenn du nicht mal mehr Textsuche dich ja. zum Ziel führt, dann bist du so weit ab vom Schuss, dass du eigentlich... Du hast ein Programm, was das dann erst generiert und nicht entscheidbar sozusagen, du siehst dem Programm ja nicht an, was es erzeugt. Die Debugbarkeit ist nicht entscheidbar in E-Mails. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt irgendwas überhaupt debuggen kannst, ist so bei ca. 30-50%, je nachdem wie du bist. Aber oft ist sie quasi null. Also die Frage, die wir nochmal kurz explorieren, wie gut kann man dieses Extension Development debuggen? Und es ist so, dass man im Prinzip mal da macht man sich den Breakpoint rein, also die Extension hat so eine Activate-Operation, das ist die Wurzel von dem Ganzen. Und da der Extension-Kontext, das ist so der Gesamtkontext, wo man zugreifen kann. Im Prinzip hast du dann zunächst mal da den Debugger-Zugang. Das ist jetzt so klassenbasiertes Design, eine Methode, die man exportiert. Und die ich bin nicht sicher, ob das eine Klasse ist. Am Ende sind halt zwei Funktionen, Export-Function, also ein Modul, was eine Activate-Function und eine Deactivate-Function exportiert. Wir haben jetzt hier diesen neuen Outline. Seit Juni ist dieser Outline-View da. Also wir sehen jetzt hier den Überblick. Also das sind die beiden Einstiegspunkte. Also am Ende mache ich halt nichts. Am Anfang mache ich alles. Und da kriege ich einen Kontext. Und das Problem ist, ich sehe da nicht alles. Also es kann sein, dass man wo reinsteigt und der Debugger nicht mehr Zugriff hat auf das Ganze. Der muss dann aufgeben und dann läuft es einfach rein. Das passiert einfach. Das ist ja eigentlich, ich kenne das auch aus anderen Debugger-Umgebungen. Also du kannst so von oben her, von top kommst du in den Debugger, kannst du durchsteppen und dann hast du so ein schwarzes Loch, wo du reintappst und dann läuft das Programm einfach ohne Debugger-Kontrolle weiter. Mhm. Und das passiert hier durchaus. Also dass man vielleicht... Weil da zu dynamisch irgendwas aufgehoben wird, dann kann das nicht nachvollziehen. So ganz verstanden habe ich es noch nicht. Ich vermute, dass VS Code... auch so eine Art Metaprogrammierung, also das Electron oder so. Also wir haben hier einen TypeScript-Debugger und der verwendet einfach JavaScript-Module auf eine Weise, die man nicht mehr debuggen kann. Das kommt immer wieder vor. Also es gibt da mehrere Stufen des Degradierens, dass du von TypeScript auf das JavaScript runtergehst oder dass du dann gar nichts mehr siehst. Und das habe ich alles schon erlebt. Dass du halt irgendein Event hast und da ist ein Händler und du möchtest es eigentlich da den Breakpoint haben, wenn das Event kommt. Und dann, wie kommst du jetzt da ran? Und dann kann ich auf das Modul nicht gehen und den Breakpoint nicht setzen und so. Andererseits bin ich gewohnt, also bei Scala und bei ML ohne Debugger zu arbeiten. Also das ich weiß aber über... ein Typsystem. Genau. Das ist eine wichtige Beobachtung. Das war damals, vor 30 Jahren, unsere Community, die gesagt hat, statt Debugging machen wir statische Typisierung. Well-Type-Programs can't go wrong. Also wenn die Typisierung stimmt, dann gibt es nichts zu debuggen. So habe ich das gelernt, so habe ich das praktiziert und im Laufe der Jahre sind wir immer softer geworden, dass wir dann doch Prints reinmachen oder doch einen Debugger machen oder so. Aber es war hier zum Lernen des Ganzen durchaus wichtig. Also man fängt halt an, da gibt es so ein Template für eine Extension und dann macht man sich da, wenn man aufgerufen wird, den Breakpoint rein und dann exploriert man hier einfach die Werte, die man dann da hat. Also es ist ein komischer Kontext, was da so drin ist. Kann man dann irgendwie so ein Terminal sich hier machen. Kannst du jetzt auch zum Beispiel auf den Extension-Kontext drauf springen mit F12 oder so? Du willst auf das jetzt springen? Also das geht schon. Da sehe ich hier das Interface von dem Hauptmodul. Okay. Und irgendwo hört es dann hier aber auf. Das hat aber jetzt keine Typisierung, oder? Das ist Java. Doch, das ist TypeScript. Okay. Das geht schon. Also das gehört zu den... Was sind die Typen dann von dem...
Subscriptions zum Beispiel? Du willst es hier? Achso, du willst da sehen? Any. Also das macht wieder einen verliert quasi. Das ist hier so ein Array von Dispose-Operationen oder irgend sowas. Achso, das Array. Nicht, also da ist vielleicht ein bisschen komisches Beispiel. Also hier ist einfach ein Memento, was auch immer das jetzt sein mag hier. Interface, da können wir uns das jetzt anschauen. Das ist alles TypeScript. Wo die eben sagen... Generischer Key-Value-Store. Also am Ende ist... Hier kannst du so... Das sind so Generics. Also das ist ein Typparameter A, was man in Haskell als A dann machen würde. Get Typparameter A. Also ein String von String nach irgendwas. Du kannst hier ein typisiertes Ding bekommen. Den Typ gibst du hier an. Und undefined, das ist praktisch hier Option, was die dann machen auf die Weise. Das Lustige ist, dass das Memento an sich nicht keine Typen hat, oder? Das ist, dieses Interface ist einfach eine Signatur. Das ist die Gesamtsignatur. Das ist ein Modultyp sozusagen. Ja, aber T hat ja jetzt im Endeffekt eine T-Typ-Variable T. Das ist hier lokal gebunden. Die Struktur hat kein T in seinem Typ. Hm. Also in der Signatur Memento gibt es ein Get, was für alle T den Typ String nach T hat. Das ist for all T? Also for all T String nach T Option. Ich kann das mal in dem anderen Editor, jetzt machen wir in der anderen IDE. Heißt das dann, dass man ein Memento von T hat? Nee, das heißt, dass man einfach ein Memento hat. Das könnte ein Int enthalten oder ein String oder. Langsam. Aber in Haskell gibt es ja den Datentypen Walls, der quasi ungetypt Dinge enthält. Wie heißt der? Void. V-A-U-L-T, also save im Endeffekt. Das ist any, das heißt hier any. Das ist so ein, wie ist das ganz schön heiß? Jetzt habe ich hier irgendwie zu, wo habe ich denn den Isabel Processes laufen? Isabel Jade Processes. Ich hätte... Ja, ich gehe mal hier aufs Quatschen. Das ist keine Map von A nach B, sondern es ist halt irgendwie etwas von A nach irgendwas. Wir machen jetzt die Situation, wo... Das ist die Situation, wo Ingo Blechschmidt dann ein VI rumwurstelt und ich wurstle hier in Isabel Jade, darum, weil ich hier bessere mathematische Symbole habe. Da war irgendwas mit Interface, Memento, was auch immer das hier war. Genau, und jetzt müsste eigentlich ein T kommen. Nee, ich schreib's jetzt hin, wie es gemeint ist. Dann war hier das ein Wert, also val get. Ich muss hier nochmal das formal machen hier drin. So, das ist ein Gimmix. Jetzt kann ich hier für alle Tau oder was, damit es schon griechisch wird. Und dann war das String nach Tau Option. Das ist jetzt ML-Notation oder Hull-Notation. Genau. So ähnlich würde man es. Das stand da letztendlich. Also der hatte dann im Resultat das T oder undefined, das verwenden die statt Option. Dass die das ist halt JavaScript, dass man noch dieses Bottom da drin hat. Oder eins, wie viel hat man? Null, undefined? Das ist tatsächlich Bottom, oder? Wie viel gibt es eigentlich? Ja, die beiden. Aber ist es dann wirklich Bottom in dem Fall oder kann man darauf prüfen? Man kann darauf prüfen oder ist vielleicht undefined? Du meinst Gleichheit auf. Ist mir unklar, das war beim letzten Mal die Diskussion, was da genau die ist es, also die Gleichheit eine partielle Äquivalenzrelation und das undefined als Bottom zu verstehen oder null als Bottom, also oder sind die beide gleich? Die Definition ist kein Statement, sondern eine Expression in JavaScript, die undefined zurückgibt. Dann schauen wir nochmal. Das ist quasi ein anderes Null. Ich hab's nur, das Witzige ist ja, ich verstehe TypeScript, weder JavaScript noch TypeScript habe ich irgendwie mal systematisch studiert. Ich habe mit dieser IDE angefangen, ich habe da ein bisschen in den Dokumentationen rumgewurstelt, habe einfach so empirisch, und wie machen die das? Also ich schaue halt, wie machen die Experten das? Und man sieht das hier ständig, dass die oder undefined machen. Das heißt, die adjungieren hier so ein Bottom oder so ein None oder was das da ist. Also es ist halt, in Haskell heißt es just und... Nothing, genau. Also, ja.
Hier gibt es noch ein Never, das ist wieder was anderes. Gell? Also der Never-Typ, der ist dann eine Funktion, die nie terminiert. Das hier ist halt ein Union-Type, kein Sum-Type. Genau. Dieser. Ja, also man unterstellt hier schon, dass das von sich aus jetzt nicht Undefines liefert, oder? Ja. So arbeiten die eigentlich auch. Die arbeiten da schon so ein bisschen ML-artig, dass man diese. Dass es. Es kann auch sein, dass das TypeScript dafür auch noch Möglichkeiten hat, dass das jetzt also nicht nullable, also es ist jetzt nicht null, sondern undefined. Das Lustige ist ja, dass undefined nicht null ist, aber quasi im Endeffekt auch wieder ein Typ mit genau einem, also wieder ein Unit-Typ mit genau einem. Aber das ist eine ganz wichtige Bemerkung, das ist die Vereinigung von dem undefined und alles könnte ja undefined sein, also das kann überlappen mit dem hier. Das ist keine disjunkte Vereinigung, keine Summe. Also man betrügt hier so ein bisschen, das ist so ganz typisch, dass man sagt, eigentlich wollen wir ein Plus haben, also ein Koprodukt. Wir wollen eben was adjungieren und das soll da noch nicht drin sein. In dem, man macht quasi einen neuen anonymen Typen, der alle Werte von T hat, plus einen weiteren, nämlich undefined. Man kann, die Typen sind nicht komplett separat wie Nestle, sondern du kannst auch sagen, vereine die Mengen, das ist Mengenlehre wieder, das ist deine Set-Theorie. Vereinige die Mengen, das ist quasi wie Menge M mit einem weiteren Element. Genau, und das ist aber hier schon drin. Aber das ist die Typsprache. Also semantisch ist dann. Es ist semantisch, also in der. Wir müssen jetzt sehr aufpassen hier. Wir sind jetzt auch bei dem Ganzen. Also unten drunter haben wir normales JavaScript. Und dann legt man eben so Prädikate darüber, eine Typsprache, die eben Teilbereiche dieser JavaScript-Werte auszeichnet. Und die Typsprache ist schon so gemacht. Also ich unterstelle mal, wenn ich das weg. Das hast du gerade im Video gesagt, dass du gemeint hast, dass 2745 oder sowas. Das T selber hat in JavaScript, das kann es eben alles, was T ist, sein, null und undefined. Und jetzt in TypeScript habe ich es jetzt aber so gemacht, dass wenn du es so hinschreibst, kann es weder noch sein. Jetzt, wenn du so dieses T terminiert undefined hast, dann kann es jetzt alles aus T sein und möglicherweise undefined. Mhm. Aber es kann nicht null sein. Also die Typen vom TypeScript. Ja, also da ist so eine Striktheit eingebaut. Also ich meine, das T ist hier eine Typvariable, das heißt theoretisch kann bei T auch schon undefined drin sein, aber ja, klar. Also es könnte eine Typvariable sein. Das Lustige ist, wenn der undefined schon drin ist, dann kollabiert es quasi. Das ist ein Set, im Endeffekt. Das heißt, wenn du, dann hast du nicht zweimal verschiedene undefined, nicht so wie zweimal D. Könntest du vielleicht auch schreiben oder den String foo. Also könntest du Teil oder Literals nutzen an der Stelle. Das kannst du ja mal in einer anderen Datei auch. Warte mal, jetzt muss ich aufpassen, welche. Jetzt bin ich in der Umgebung. Okay, jetzt machen wir einfach einen Pfeil auf. OpenFile. Mittlerweile Dateien außerhalb des eigenen Displayportes aufmachen. Also ein einzelnes Pfeil kann ich immer machen und es gibt auch jetzt auch so Multi-Root-Sachen. Wo ist denn mein Pfeil jetzt gelandet? Ich weiß gar nicht, ob ich nicht vorhandenes Pfeil öffnen kann. Vielleicht muss ich irgendwie das Pfeil. Mache ich ein neues Pfeil. Speichere das hier irgendwie. Was man lernen muss bei Vim oder Emacs, dass man, um Dateien anzulegen, nicht vorhandene Dateien öffnet und sie einmal abspeichert. Also das, so hätte ich es jetzt erwartet, das scheint hier nicht zu gehen. Da gibt es, das ist noch ein anderes Thema. Das erwartest du nur, wenn du ein langjähriger Nutzer von Unix-Systemen bist. Also wir wollten jetzt hier irgendwie eine polymorphe Operation. Ich glaube, ich mache das jetzt hier so. Sowas hier, das ist eine polymorphe Identitätsoperation hier, Funktion. Gell? Und du wolltest jetzt, wer hat dir was vorgeschlagen? Kannst du schreiben A, Hype, Fu. Also jetzt, A dass, wir hier noch, so. Dass wir hier noch, ja, also so zum Beispiel 5. Ja. Kannst du jetzt einfach 5 schreiben und dann nimmt das an. Ja, das geht. Ja, gut, das geht. Also das verwenden die für so Enum-Sachen dann auch. Dass man so das konkrete... Das geht. Das aber du hast keine Symbole. Das ist ja das auch noch interessant. Diese Möglichkeit, ein neues Symbol wie ein List zu erzeugen, gibt es einfach nicht. Du musst Strings oder so benutzen.
Ja, also irgendwie kann man mit Enum so ein bisschen... also Enum ist quasi einfach eine Menge, wo du dann sagst, wie die... Die Syntax ist hier ein bisschen anders. Müssen wir schauen, wie die... Und der macht dann da auch so Objekte draus. Also ich glaube, das Enum übernimmt die Rolle von den Lisp-Symbolen. Du kannst dann nur Strings und tatsächlich Werte reinbuchen. Schauen wir mal. Enums. Das wird wieder mit einem Integer. Also so wird es halt auf JavaScript abgebildet. Was habe ich hier jetzt falsch gemacht? Wo ist denn? So. Und ich weiß gar nicht, ob ich das... Das ist wirklich gar nicht mal so schräg, dass man einfach Werte auf Typebene spezifizieren kann, weil man einfach eine Mengenlehre hat. Dein Groß A ist einfach irgendeine beliebige Menge und du schmeißt noch einen 5 und 5 mit rein. Und das ist ja alles Unitype, das heißt, normal JavaScript hast du quasi, jeder Wert kann von jedem Wert, jede Variable kann quasi jeden Wert enthalten. Ich weiß leider nicht, wie man die Enums hier verwendet. Und dann machst du einfach Subsets, also du sagst, du schneidest quasi den Kuchen aus dem Kuchen so ein bestimmtes Subset raus und kannst damit beliebig hantieren. So. Also hier wird eine endliche Menge letztendlich gemacht, ein Typ, der eine endliche Menge von Werten hat. Also auch eine Intersection und da kann ich jetzt irgendwie sagen, A ohne 5 oder A ohne 0. Hier. Also das ist hier nicht in Ordnung, gell? Das kann eben mehr sein. Und wenn ich jetzt da irgendwie Direction left oder was mache, ist das auch nicht in Ordnung, gell? Und so bringt das System raus, dass das nur das sein kann. Jetzt ist das. Im Allgemeinen kann es natürlich beliebig schwierig sein, das rauszufinden. Da könnte jetzt irgendwie hier ein If-Statement sein oder sowas. Und da kommen halt wirklich, also welche Verfahren sind da eingebaut? Also das ist eine Typsprache mit Vereinigung und Schnitt und mit Polymorphie, mit Subtyping und so weiter. Es ist schon ziemlich viel drin. Und dann müssen da irgendwelche Algorithmen sein, die unter bestimmten Bedingungen bestimmte Sachen lösen können. Und das wären dann wirklich die interessanten Papiere, die man sich anschauen müsste. Die habe ich noch nicht systematisch gesucht und nicht gefunden. Ich hoffe, dass die irgendwo da sind. Und ich hoffe, dass auch Leute angefangen haben, die Sachen zu formalisieren. Aber das ist halt so eine bestimmte Balance, was kann die Typsprache, was können die Verfahren dann da prüfen oder auch ergänzen, was die eben... Die kann da sehr viel, die kann nämlich, wenn du danach testest, ob du jetzt eben left oder right bist und die ausschließt explizit und das ansonsten einfach zurück ist, dann stellt er fest, dass es in Ordnung ist. So, also das kann die sogar, weil er dann feststellt, ob du hast davor Control-Form-mäßig drauf getestet, das heißt, es kann left oder right hast du ausgeschlossen, das heißt, es muss in Ordnung sein. Ja, also viele Fälle wird er aus dem Programm schon ableiten können, aber wir haben eine Programmiersprache, die ist halt berechnungsvollständig und dann können wir das Verhalten dessen nicht mit einem anderen Programm sozusagen genau wissen. Da müssten wir irgendwie einen Beweis dazu konstruieren und der wird halt irgendeinen Teil davon können. Und das müsste man halt nachlesen, was der Heilsberg sich da ausgedacht hat. Das wäre eine Session für einen kühleren Tag, wo man das vorher genau nachgelesen hat. Aber es ist schon... Also ich habe das halt auch nur so experimentell dann so und dann, was man halt sieht in den Implementierungen, dann macht man halt solche Sachen. Also solche Summen habe ich dann schon so benutzt, dass man also dieses Idiom oder undefined statt option gern verwendet. Und dann haben wir jetzt schon rausgearbeitet, dass also ein nacktes T ist ein strikter Typ, wo eben vom statischen Typsystem her ein undefined nicht erlaubt ist. Dann adjungiere ich. Wenn ich es aber zweimal da hinzufüge, dann ist es das gleiche wie einmal, gehe ich mal aus. Also es ist ja jetzt nicht, dass ich jetzt da ein Lifting mache und nochmal einen Bottom anfüge, wenn ich einen Option-Type mache, Option, dann kriege ich immer, dann kann ich da hier so unär Zahlen schön einkodieren, gell, in Typ und so. Und das ist hier nicht der Fall, davon gehe ich mal aus. Dass das. Aber jetzt mal, es ist so eine Pragmatik des Ganzen, dass man sagt, so viele geschachtelte Options haben wir jetzt doch nicht in der Praxis. Es ist ja schon gut, dass die wenigstens das machen. Wo habe ich denn jetzt hier den VS Code? Hier.
Also wir waren, genau, das ist die laufende Isabel-Umgebung und das ist die IDE. Du kannst auch so einen Typen bauen. Das ist in der, also die kann man definieren halt, gell? Also selbstdefinierte. Das ist so ein bisschen Skala auch mit einem anderen Feature, bei Advanced Types und dann Discriminated Unions. Ja. Also wo ich explizit eine Konstruktion mache, das sind so wie Case Classes. Also im Endeffekt sind ja Summentypen sind ja die Möglichkeit auf Alternativen zu switchen. Also da habe ich halt ein Tag drin, oder? Da muss ein Tag irgendwo drin. Die definieren quasi ein Interface für alle Möglichkeiten. Dann schmeißen sie es in einen Typen, der heißt Shape, das ist quasi die Union von all diesen drei Interfaces. Und dann hat jedes Interface quasi ein Feld, was gleich ist, das heißt kein Default. Und dann kann so auf dieses gleiche Feld switchen, weil er weiß ja quasi, dass alle Interfaces das Feld haben. Und dann sagt der Compiler, ja, okay, passt, weil das Feld existiert in den Interfaces. Aber Es erinnert wirklich an Pascal-Unions und statt dass man da einen Kommentar hinschreibt, dass das so ist, scheint es im Typsystem dann wirklich geprüft zu werden. Ja, weil da halt dieses Checken kann, ob Felder existieren in den Interfaces und das Duck-Typing dann halt. Ja. Also das Duck-Typing, das nennen die ja auch beim Namen hier, dass die Dinge, wie sie daher angewackelt kommen, da dann einen Typ zugewiesen bekommen. Von der Gestalt des Ganzen und nicht irgendwie von der Konstruktion dessen oder so. Also wenn was zufälligerweise eben die richtige Gestalt hat, gehört es zu dem Typ dazu. Das ist quasi so prüfbares Duck-Typing, anders als in Clojure oder in Python, wo du halt mal hoffst, dass das existiert und wenn nicht, gibt es einen Runtime-Fehler. Und dann kannst du Compile-Zeit schon oder zur Typ-Check-Zeit schon wie sagen, wenn du es richtig annotiert hast alles. Also ich würde da definitiv gern ein systematisches Papier zu mal lesen. Man kriegt halt hier bei dem Handbuch so wirklich das Gefühl, die wissen, was sie da tun, auf welchen schmalen Grad sie sich bewegen können, dass halt die Verfahren zum Typchecken, zur Typrekonstruktion oder zum Vorschlagen von solchen Sachen noch funktionieren und dass es aber trotzdem sehr flexibel ist. Also es ist schon Erfahrung der Jahrzehnte steckt da drin und die Papiere müsste man noch suchen. Sie encoden auch alle diese Idiome, die man JavaScript macht, zum Beispiel, dass man checkt, ein Member existiert in irgendeinem Attributset und dann sagt, ah, okay, das Member existiert, also haben wir hier ein XY in der Hand. Also richtiges Duck-Typing, das ist oben mit dem Is-Fish-Beispiel. Die Funktion heißt Is-Fish, also genau. Also da ist so eine Vereinigung einfach. Und dann sagst du quasi, hier kommt jetzt wieder ein Pet raus, von dem wir wissen, dass es ein Fisch ist. Das sind also noch solche Verstärkungen, gell? Auch, Type Predicate. Nee, das hier ist eine Funktion, die feststellen soll, ob ein Pet, was du da reingibst, ob das jetzt eine Instanz von Fisch ist. Und dann kriegt man zurück einen Typen, der sagt, also dass du kriegst ein Bool zurück. Aber das Bool wird interpretiert als Angabe, ob jetzt Pet wirklich ein Fisch ist. Aber warum steht da denn nicht Doppelpunkt Bool, sondern Doppelpunkt Pet ist Fisch? Was ist das hier für eine Syntax? Ja, ja, weil das ist das Prädikat. Das ist ja genau dein Prädikat, ob Pet jetzt ein Fisch ist oder nicht. Und du machst es, indem du nachprüfst, ob dieses Pet, was du bekommen hast, ob das eine Swim-Funktion hat. Ja, da suchen sie sich Quatsch, ne? User-defined Typeguards. Also dieses Typeguard-Konzept haben wir jetzt nicht systematisch irgendwie eingeführt. One-time-check. Type is on scroll. Warum machen sie einfach eine Funktion, die quasi einen Fisch oder ein Verb nimmt und dir einen Fisch zurückgibt? Das könnte man auch genauso verwenden. Im Zweifel müsstest du mal die Fische aus einem Vogel einen Fisch machen? Nee, das ist ein Prädikat. Aber wie verwendet man das dann? Zum Beispiel in einem If-Statement. Ach so, um quasi in den Branch sagen zu können, dass es quasi jetzt habe ich auf jeden Fall einen Fisch in der Hand, ja, kann der Compiler das auch wissen. Ja, und ich muss nicht nur raten, dass es jetzt quasi was anderes ist. Was würde jetzt passieren, wenn ich ein Beispiel statt Pet ist Fisch, statt Pet ist Bird? Also, das ist quasi, sie bauen quasi um die Introspection von JavaScript selber. Also, wenn du da schreibst, Pet ist Fisch,
Pet ist Bird, ja, dann wirst du wahrscheinlich einen Runtime-Fehler bekommen. Ah, okay. In dem guten Beispiel, weil du dann versuchst, auf einen Bird also ich sag hier den Typ-Checker, da kommt ein Boolean raus, aber lieber Typ-Checker, du darfst diesen Boolean interpretieren, dass ich jetzt bewiesen hätte, und du sagst, lieber Typ-Checker, vertrau mir, ich weiß ja, schon, was ja, alles klar. Okay, aber es ist quasi ein Beweis, ist es nicht dann quasi ein Beweis? Ja, eine Beweisverpflichtung, eine implizite Beweisverpflichtung. Und das ist ja sowieso, weil man eben JS-Libraries da über Function Interface. Du behauptest das. Du als Implementator behauptest, dass das stimmt, dass das semantisch korrekt ist. Dass dieses Punkt Swim zusammenpasst mit, dass Swim eine Methode von Fisch ist, das wird nicht gecheckt. Also so habe ich es jetzt so geschafft. Es gibt ja in dem ganzen Handbuch, die importieren ja, ohne, da gibt es jetzt kein Unsafe Keyword oder so. Ich würde das anders interpretieren. Ich würde nicht sagen, das ist ein Beweis, das ist ein Statement, es ist quasi. Es ist eine Behauptung, dass. Du definierst quasi gerade in dieser Funktion Fischheit. Also in der in dem Kontext. Okay. Es ist andersrum. Es ist quasi ein Compiler sagt, eine neue. Aber der Typ Fisch hast du halt vor. Nee, den Typ Fisch hast du davon, haben sie den Typ Fisch davor definiert. Das war da irgendwo davor. Das ist schon richtig. Also da waren statische Typdefinitionen und dann machst du auch aus der Semantik plötzlich eine Typisierung und sagst, vertrau mir mal, ich weiß, was ich hier mache, lieber Compiler. Und das ist ja noch viel schlimmer in der TypeScript-Community. Da gibt es hier dieses Declaration-Files-Kapitel hier. Die dokumentieren sozusagen vorhandene Libraries, die man da draußen so findet, die untypisiert sind. Die kriegen dann einen Haufen Behauptungen, welche Typisierung erfüllt werden. Und das kann ja beliebig falsch sein, was man da behauptet. Und da gibt es eine eigene Dokumentation, wie man das schreiben soll, dass das meistens stimmt, was man da behauptet. Da haben die schon, also das sind alles Beweisverpflichtungen, die man erzeugt, die aber nie bewiesen werden. Es ist dann schon. Kann man ja auch nicht. JavaScript ist ja wieder besser. Ja. Wenn du in den Libraries überall genug Typannotationen machst. Also irgendwann bist du halt, das ist all the way down, weil Typannotation all the way down ist, bist du dann ganz. Manchmal musst du ja was rappen, wie man auch C-Function dafür bauen muss. Kannst du schon machen. Also kannst du dann mit der formalen JavaScript-Semantik und einem formalen Beweis. Was gestern erst passiert ist, ist, dass jemand sein gutes Amor-Projekt einen Blogartikel verbloggt hat. Er hat für Haskell auf der JVM ein Tool geschrieben, was den Klassencode von der JVM nimmt und dir automatisch sagt, wenn Funktionen quasi pur sind, die in Java implementiert sind, dass du automatisch diese Statements quasi generieren kannst. Also er will quasi keine False Negatives haben, sondern er will quasi den Subset von Funktionen automatisch generieren, wo er weiß, dass sie auf jeden Fall keine Seiteneffekte haben. Mhm. Dass man automatisch sagen kann, ja, diese Funktion hat den Typen, ohne I.O. mit reinbauen zu müssen. Mhm. Und da haben ja Leute über Jahrzehnte also Verfahren entwickelt, also Purity, Pureness von Programmen und sowas, also zur statischen Analyse, da gibt es ja viele Arbeiten und man sieht es, also das hat dann doch eine Auswirkung gehabt, also was die Theoretiker in den letzten 30 Jahren gemacht haben, das strömt jetzt da doch in die JavaScript-Welt rein, weil die einfach so verzweifelt sind, dass sie ein bisschen Korrektheit reinkriegen. Geht das? Schauen wir mal. So. Okay, wo waren wir jetzt ungefähr? Was haben wir alles auf dem Stack noch liegen? Da war jetzt nur die Frage der Debugbarkeit und dann waren wir bei der Typisierung. Ich war da bei den Dekorationen irgendwo, gell? Wir haben hier ein bisschen rumgespielt. Hier habe ich das Überblick. Hier habe ich mein Projekt, genau, wir waren bei den Dekorationen und dann waren wir bei diesem CSS-Injection da, gell? Hier, schauen wir das nochmal. Was man da alles machen kann, Background-Image. Was man lustig ist, naja, also der. Also das muss man dann schon experimentell ausprobieren. Ich muss jetzt mal selber nachdenken, wie das hier eigentlich. Also hier wird einfach. Was gab es da noch für Vorschläge? Also kannst du dem Typsystem sagen, Typ A mit Foo. Er
irgendein A, aber halt noch der Wert 5 zusätzlich. Aber du kannst nicht sagen, ohne die den Wert 5. Wahrscheinlich, weil das bei Construction funktioniert und nicht. Da kann ich leider spontan nichts zu sagen. Also man müsste dann wirklich mal, da gibt es viele Arbeiten zu Union Types, Intersection Types, Polymorphie, Subtyping und so weiter. Und es muss irgendwo das Papier sein, wo die sagen, wir verwenden das, das, das und das und das hat folgende Eigenschaften und hier sind die Algorithmen, um das zu machen. Das kann man also aus dem Stand relativ schlecht machen. Ich weiß nicht, ob es da dieses große Design gibt oder ob die das einfach nur aus, die Rumwurst, aus dem Ärmel geschüttelt, ob die da einfach umwurschteln. Bei mir ist halt so ein Motto von TypeScript auch zu sein, dass es wichtiger, dass wir hier irgendwie nützliche Informationen liefern und den einen oder anderen Fehler finden und es ist besser, dass wir hier überhaupt Typen machen, als dass es völlig korrekt ist. Aha, okay, meinst du, ich bin da zu hoffnungsvoll bezüglich Korrektheit? Also, das ist unentscheidbar auch. Es ist ja auch so ein bisschen, also ich bin ja einerseits so ein Hardcore-Formalo und freue mich immer, wenn die Kollegen dann die Beweise wirklich formal machen. Andererseits bin ich aber so Intuitionist in dem Sinne, ich schaue mir die Sachen an, sieht es so aus, als wüssten die, was sie da tun oder wursteln die nur rum? Und wenn ich mir das Scala-Typsystem anschaue, und Martin Oderski ist eigentlich ein wichtiger Mann und der arbeitet auch ordentlich, aber wenn ich mir sein Typsystem anschaue, dann habe ich das Gefühl, der biegt das und drückt das und schiebt das und so weiter, bis es gerade noch so geht, bevor es auseinanderfällt. Und hier habe ich bei dem Heisberg das Gefühl, der hat da irgendwo doch seinen Plan vorliegen, wo er genau nach vorgeht. Aber das ist nur so Bauchgefühl. Ich glaube, es sind schon Leute, die wissen, was sie tun, aber ich bin mir nicht sicher, ob die irgendwie einen großen Plan haben. Aber es ist also das ist nur meine Intuition über Seide. Ich kann da völlig falsch liegen. Das ist sozusagen einfach mein Augenschein her. Also mein sieht das vernünftig aus und es sieht halt für mich sehr, sehr systematisch aus und etwas systematischer als Scala und sogar auch noch vielleicht Haskell, weil Haskell ist halt sehr viel aufgetürmt. Also der Peyton Jones, der hat im Laufe der Jahre einfach, ich meine, der arbeitet systematisch, aber das hat er über einen langen Zeitraum gemacht und so viel getürmt, dass man dann nicht mehr weiß, was da ist. Alles, an wen ich das erinnert. An? So über die vielen Jahre so viel aufgetürmt. Was, Isabel oder was? Ja, das ist schon richtig. So ist Isabel durchaus gebaut, aber es ist halt nicht irgendwie, es ist ja sehr vieles. Es ist jetzt nicht nur irgendein Typsystem oder so. Das ist schon klar. Wenn man über Jahrzehnte komplexe Sachen macht, wann geht dir die Luft aus? Wann bist du sozusagen kaputt? Wann kannst du nicht mehr? Das ist was implizit hier immer mitschwingt. Also ich habe diesen Paul Phillips Vortrag zu Scala da gezeigt und die sind halt schon nach 5 Jahren dann schon relativ schlechten Zustand gewesen. Und dann musste der Oderski halt das Dotti-Projekt starten, um ganz neu anzufangen. Da weiß ich nicht genau, wie weit das ist. Oder wenn ich mir auch die JVM anschaue oder wenn ich mir Emacs anschaue oder sowas. Und da sind wir bei Isabel noch relativ gut eigentlich. Also dafür, dass wir so alt sind. Also es zerbricht halt mit der Nutzung. Es zerbricht halt mit der Popularität und der Nutzung. Naja, also es ist die Frage, wann geht einem die Luft aus? Dann wann kann man... Also wir sind jetzt, glaube ich, 34 Jahre alt und sind eigentlich noch relativ gut beieinander da. So, also die 5, man hat jetzt hier ein X und hat jetzt den richtigen Typ. Wie soll man den Faden wieder aufgreifen? Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ich gehe auf meine Slides. Genau, ich war hier irgendwo. Genau, wir waren hier bei Decoration. Es ging ja nur um die Free- und Bound Variables und dann sind wir eingestiegen in, also wie diese Decorations da reinkommen. Und da habe ich halt das Protokoll spontan erweitert, was sehr gut möglich ist. Das gehört auch zu der ganzen TypeScript-Vscroll-Philosophie. Da ist was vorgegeben und dann kann man das umgehen und kann es erweitern. Und kann wie die CSS-Injection da. Highlighting from Scopes, also Def von Ref Positions. Also wenn ich mit meinem Cursor auf das gebundene X gehe, dann sehe ich die Vorkommen. Das gehört zu dem normalen Protokoll. Proof State Output, also dass ich hier irgendwie interaktiven Beweisen mittendrin so ein Zusatzstate ausgebe, das gehört zu dem IDE-Modell nicht dazu. Und dann kann man mit den Bordmitteln von VS Code, kann man dann, da gibt es so Source-Buffer und dann gibt es so andere Dokument-Buffer, die read-only sind, die im Prinzip HTML sind. Und dann kannst du da drin eigentlich ein Browser-Window machen und machst du da eine Ausgabe. Dann kannst du dann da dann auch JavaScript machen.
Es ist eine volle Chromium Engine, die eigentlich alles kann. Und da haben Leute schon einige Tricks. Ich habe da gar nicht so viele bisher. Also dieses VS Cog hat da einige Tricks und das Lean Prover einige Tricks, wo in diesem HTML Output Buffer plötzlich witzige Sachen passieren. Es gibt auch eine LaTeX Extension für VS Code und die macht dann halt da PDF. Mit diesem JavaScript. Mit diesem JavaScript. Ja, ja. Hast du es ausprobiert? Ja, ich benutze das. Okay, ja. Das ist ich habe es nie probiert, also ist einer der Gründe, warum mir diese Plattform durchaus gefällt. Man kann diesen ganzen Unfug, den man im Netz findet, dann in seine Applikation importieren. Zugriff auf sein Dateisystem. Da hat er dann Fefe auf seinem Blog da so rumgemosert und gemeint, man könne jetzt Cross-Scripting-Attacken auch auf seiner lokalen Applikation bekommen, dank Electron. Cross-Site-Scripting-Attacke, irgend sowas war das. Ich habe auch schon in Erdbeeren gab es auch schon Extensions, die dir dann diese Markdown-Parser irgendwie aus irgendwelchen Webseiten gezogen haben. Aber du musstest quasi nur die Demo-Seite der Extension anschauen und dann hast du schon irgendwelchen externen Code auf deinem Rechner laufen gehabt. Ja. Weil der Markdown-Parser noch hatte. Dafür haben wir dann Snap als Package Manager, der das Ganze virtuell einkastet, die Applikation. Und dann haben wir Spectre und Meltdown, um das wieder zu umgehen. Gell? Da haben wir einen Riesenturm von Angriffen und Abwehr von Angriffen und das Ganze bricht am Ende zusammen unter seinem Eigengewicht. Und dann, wenn das alles am Ende ist, dann wird die Welt das CakeML-Projekt ausgraben, wo ich habe schon öfter mal erwähnt, gell? Also die CakeML-Leute, die machen Komplettverifikation, sagen wir mal, Vollstack haben sie noch nicht, aber wo sie halt runter auf Assembly Code gehen, also von ML auf Assembly Code, der ganze Übersetzer ist formal verifiziert. Und dann haben die auch mal angefangen, darüber nachzudenken, also verifizierte Hardware und solche Sachen. Und, das hat der Lars gemacht, oder? Also der Lars Hupel ist da mit seinem Promotionsprojekt mit dran. Die eigentlichen Gestalter des Projekts sind der Magnus Marien und Scott Owens und so, das sind sowohl vier Leute. Und mit denen haben wir in Oxford jetzt wieder ein bisschen geplaudert. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Also das ist so ein Backup für die ganze Welt hier. Wenn das alles zusammenbricht, werden wir das aus der Schublade holen und dann voll formal. Also auch die Rasche als Kern ausführen. Es muss ja dann auch ein voll verifizierter Kern sein. Also Hardware. Die Rasche ist ja quasi schon ein Betriebssystem, was in ML ist. Das heißt, wir könnten das ja einfach porten auf ML. Die Rasche, das kenne ich jetzt gar nicht. Jetzt kommt der Sturm, oder? Ist er nicht. So, also wenn dieser ganze JavaScript und C und sonst was Unfug am Ende ist, dann kommen wir mit den voll verifizierten Sachen. Spellchecking für informal Text, das ist nur so der Beweis dafür, dass da wirklich irgendwie ein Prover-Prozess im Hintergrund semantisch was macht. Das ist jetzt der falsche Kontext hier. Also ich muss die laufende Applikation, das sehen wir ja hier. Also wenn ich hier Text sage, ist dieses Ding unterliegt dann dem Spellchecking bei mir. Da ist halt einfach so ein Dictionary, der das Isabel 2018 nicht kennt oder Vario hier auch nicht kennt. Jetzt kann ich das irgendwie dann, ich weiß gar nicht, kann ich irgendwie das Wort. Das heißt, da läuft das in Chromium und darunter läuft dann in JVM und darunter läuft dann ein ML-Compiler. Ja, also. Ja. Also haben wir drei Prozesse. Relativ dicke, also volles Node.js mit Chromium. Und dann ein volles JVM mit Scala und dann nochmal ein dicker ML-Prozess. Und ich habe hier 4 Kerne und 16 Giga. Und es ist ziemlich heiß. Hier ziehe ich jetzt raus. Also ein bisschen irrsinnig ist es schon. Warum kannst du den Scala-Teil nicht rausschmeißen? Sagen wir mal so, also den JVM-Teil, da könnte man drüber nachdenken. Das habe ich ja auch in dem Vortrag in Oxford spekulativ gehabt. Kann man diese drei Prozesse auf zwei reduzieren. Den ML-Prozess, den brauchen wir. Das ist also unsere formale Umgebung, wo die Logik drin läuft. Und das ist einfach von der Performance her das ML, das beste System dafür. JVM dazwischen und hier JavaScript da. Jetzt könnte ich also die Scala-Sourcen auf JavaScript übersetzen und dann alles in der JavaScript-Umgebung laufen haben und die JVM-Umgebung eliminieren. Das Dumme ist nur, dass da sehr viele Systemfunktionen drin sind, um Prozesse zu managen, Multithreading. Also einer der Gründe,
warum ich auf die JVM gegangen bin, ich wollte halt natives Multithreading haben. Das ist eine der wenigen Plattformen, die das anbietet und das wirklich funktioniert. Also hier auf Node.js hat man das nicht. Microsoft hatte was, glaube ich, in der Pipeline, gell? Dass die eine Parallele ins Node.js machen. Ja, vermutlich unglaublicher Krebs. Was meinst du? Vermutlich unglaublicher Krebs. Oder was halt nicht funktioniert, weil das... also wirklich eine parallele Programmierumgebung, also das ist sehr rar, gell? Also paralleles ML haben wir, Java, Scala, das funktioniert schon parallel. Haskell auch, oder? Und dann sowas wie F-Sharp, C-Sharp, also da kann man schon parallel rechnen. Was wirklich routinemäßig gemacht wird. Ich wollte jetzt als Gag, ich würde das Mario hier, wie geht das, Palette? Und dann kann ich irgendwie, genau, include Word in mein Isabel Dictionary. Jetzt habe ich das Vario in mein Dictionary aufgenommen, gell? Und jetzt hat der Spellchecker hier keine, das ist ja auch CSS-Injection, was ich gemacht habe, also einen blauen Unterstrich für die Dekoration. So, das war also die Übersicht, was hier so alles geht. Completion für Syntax und Semantics, also auch so, wenn der Prover da irgendwas sagt, dass das completed werden kann. Das ist einfach das PIDE-Backend, was da hinreichend Informationen liefert. Und dann haben wir hier noch ein bisschen so einen Vergleich, also Isabel VS Code 1.1 in der nächsten Release versus Isabel Jade 10.0 in der nächsten Release. Ein High-Level-Vergleich, also VS Code präsentiert sich als ein Smart-Text-Editor. Minimal Experiment, also es ist besser als ein Minimal Experiment. Also es ist ein bisschen JavaScript mit HTML, CSS, das ist eigentlich das hier. Kooperatives Multitasking, also das ist ja dieses asynchrone Programmiermodell von Node.js und das finden viele Leute sehr cool und entweder habe ich es nicht verstanden oder ich finde das total uncool. Das erinnert mich so an meine frühe Jugend, als man irgendwie dann da, also das konnte man nicht parallel rechnen damals, da hatte man keine Threads. Da musste man da kooperatives Multitasking sagen, so, jetzt darfst du weitermachen. Und das ist halt hier verpackt in so ein tolles, und ich kann es auch verstehen, warum es da Anwendungen gibt, also wenn man einen Webservice macht, wo sehr viele Anfragen sind und dass das ein bisschen effizienter ist ohne Threads, aber für alle anderen Anwendungen ist das schlecht. Und das haben also Leute von VS Code auch schon gemerkt, dass der dann hängt und es sei denn, dass jetzt jemand mich hier aufklärt, dass das irgendwie ein super tolles Konzept ist. Muss halt sehr principled sein, was man macht, aber wenn man 15 Extensions lädt von 15 Autoren, dann ist bestimmt irgendeiner dabei, der an irgendeiner Stelle spielt und dann ist wieder alles lahm. Es kann auch der Editor selber lahm sein. Also wenn ich jetzt dem 100.000 Dekorationen gebe, was vorkommen kann, um das dann alles darzustellen und so, dann muss mit, ja, das erinnert mich schon, da sind wir bei Emacs zurück. Bei Emacs gab es auch keinen. Immer noch nicht. Die haben jetzt in Emacs 25 haben die auch Threading, glaube ich. Ich glaube nicht. Also, theoretisch, und kann es keiner benutzen. Weil kann keiner einbauen. Man macht halt Systemprozesse und wartet dann drauf und verbindet sich mit Types und dann kriegt man halt Events, wenn irgendwas kommt, glaube ich. Also man kann das nicht nachrüsten. Entweder hast du Multithreading vom Start in der Sprache drin. Ha, jetzt habe ich mich selber, also in ML haben wir es nachrüstet. Und zwar deswegen, weil wir pur waren. Also fast. Da musste man nur die impuren Sachen eliminieren, dann konnte man es nachrüsten. Rich Text Buffer Model, also VS Code ist wirklich ein Texteditor und hat halt ein Textmodell mit Annotationen dran. Das können so Farben oder Pop-ups sein oder so CSS-Injection. Aber das ist es. Also du kannst ja nicht völlig beliebigen Unsinn machen. Du kannst jetzt eben nicht die Textgröße da verändern oder so. Restricted Text Decoration Model. Und Isabel Jaded habe ich hier als so eine Game Engine bezeichnet. Scalable Application heißt, ich kann wirklich riesen Dinge reinladen, 10 oder 100 mal größer als in das andere Ding. Java mit Swing, das ist völlig uncool, aber es funktioniert doch einigermaßen. Multiple Threads, also das war für mich der Hauptgrund damals. Man hat halt in der GUI einen Thread, über den alles läuft. Und dann muss man da so komisch rüberfädeln. Und dann kann man auch so Deadlocks bekommen oder man kann den überfordern, diesen GUI-Thread und so. Das kann passieren. Aber eigentlich geht das schon. Simple Text Buffer Model, Freeform Layered Painting. Also da ist einfach ein Textmodell und darüber darf ich so beliebig malen in solchen Layern. Das ist wie so ein Malprogramm mit vielen Layern. Und dann kann ich da
abhängig von der Semantik, die ich von Prova liefere, kann ich dann in Realzeit, deswegen ist das eine Game Engine, kann ich dann irgendwas malen. Und das kann ich alles hier oben bei VS Code nicht machen. Das bringt Microsoft in eine Form, die geben eine feste Form vor und die kann man sehr wenig verändern. Oder bisher habe ich es noch nicht rausgefunden. Hier unten habe ich das einfach im Laufe der Jahre wirklich zu so einer Game Engine. Also kannst du in Realzeit den Stil ändern oder da irgendwie einen Font umwursteln oder sowas. Es gibt ja den Vorteil, dass es mehr mit dem Rest der Welt zusammenspielt. Also mehr, wenn man natürlich auf Standards geht und CSS verwendet und sagt, man schränkt die Sachen ein, die der Benutzer machen kann, dann kann man einmal einerseits mehr Einheit schaffen zwischen den verschiedenen Extensions, andererseits ist man halt mit dem Rest der Welt besser verknüpft wahrscheinlich. Ja, also was will man erreichen? Also die wollen, dass Extensions nicht völlig beliebigen Unsinn machen und sich gegenseitig auf die Füße treten. Ja. Die wollen irgendwie eine Funktionalität des Editors aufrechterhalten. Ich kann natürlich hier bei JEdit diese Plugins, die können sich da gegenseitig ärgern. Aber es gibt halt nicht viele Plugins. Also man hat Plugins geladen wie E-Mails oder in da, ja, da, also da gibt es eine sehr überschaubare Anzahl von und die stören sich auch manchmal, dann darf man die halt nicht verwenden. Also was ich halt letztendlich mache, Isabel Jaded ist eine Applikation, die ich ausliefere und da gibt es ein paar Plugins, die man noch dazu nehmen kann, aber dass man völlig beliebige Sachen machen darf, das wird da eigentlich, also wenn man das macht, ist man dann da selber für verantwortlich, wenn man sich da einen Fuß schießt. Hier bei VS Code ist der Marketplace, der ist wirklich sehr, sehr dynamisch und du kriegst dann da tausende von Sachen in vielen verschiedenen Versionen. Also damit das überhaupt lebensfähig ist, muss man es schon sehr stark einschränken. Aber es ist ja alles noch in der Entwicklung. Also es hat halt sehr viel Enthusiasmus und die haben monatliche Releases. Es fehlt aber auch noch sehr viel. Nichts könnte weniger Enthusiasmus vermitteln als Java mit Swing auf JEdit. Ist das Minimum an Enthusiasmus. Das ist hier so Epsilon größer 0 so. Jetzt der, sag mal, es ist so kurz vor, es ist eine Flatline, also es geht weder rauf noch runter. Passiert nichts mehr, das ist fertig. Ja, die haben es halt auf Java 9, Java 10, Java 11 jetzt angepasst und dann so ein paar Renovierungen gemacht und jetzt gerade hat einer von denen, der ist ja auch schon im Ruhestand, also ein Java-Programmierer im Ruhestand, hat es da eine ganze Menge rumgebastelt. Und ich habe das ja auch in Oxford bei dem einen Workshop das hier aufgelegt. Und dann haben wir darüber ein bisschen diskutiert. Und da sitzen halt dann doch jetzt nicht die ganz jungen Leute, da sind schon junge PhD-Studenten da. Aber ich habe denen jetzt auch gesagt, also das hier ist cool und hot und dynamisch und das hier unten ist völlig uncool, aber es funktioniert sogar recht gut. Und dann sagt halt einer so aus dem Publikum, naja, in 10 oder 20 Jahren, wenn die noch leben und sich gut entwickelt haben, sind sie völlig uncool. Also wenn sie so konsolidiert sind... Und dann sind die coolen Kids, die sind schon wieder ganz woanders. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Er wollte damit sagen, dass ich da nicht zu enthusiastisch auf den Zug aufspringen sollte oder so. Ich weiß nicht genau. So, VS Code Technologies nochmal, das haben wir ja schon diskutiert. Also Chromium, HTML5, CSS, SVG. Du kannst halt in deinem Ausgabewindow dann, sagen wir mal theoretisch, wenn du das selber kochst, du kannst halt... ich zeige das nochmal kurz. Wenn ich hier diesen Preview mache, den versorge ich, dann mache ich hier ein Browser-Window im Prinzip. Und da habe ich jetzt auch hier schon so ein paar Sachen drin. Und da drin kann ich JavaScript und ja, PDF-Viewer oder was dann machen in JavaScript oder ich kann SVG machen und sowas. Also da verspreche ich mir schon einiges davon. Und dann hat man eben nur diesen einen Browser dazu versorgen und nicht offenweise. Aber es ist halt der Nachteil, du hast dann irgendwelche Webtechnologie in deiner Applikation, die möglicherweise nicht richtig funktioniert. Node.js, ja, Asynchronous and Event-Driven, NPM, Package Manager, Many Bits and Pieces hatte ich damals geschrieben, gell, wo also jede Schraube einzeln verpackt ist, oder? Stimmt das? Jede Schraube hat eine eigene Versionsnummer und ist da einzeln verpackt. Young and enthusiastic. Das ist auch so ein bisschen ernüchternd nach einer Weile, gell? Wenn man da. Wir wollten in den.
Weil ich denke ja immer in größeren Zeiträumen. Also wenn ich sage so, das ist was Interessantes, das kann ja Jahre dauern, bis da, und wenn das dann nichts ist, dann ist es schon wieder der Zug woanders hingefahren oder weitergefahren. Language Server Protokoll wollten wir ein bisschen drüber sprechen. Strohfeuer, ja. Also VS Code hat jetzt immerhin schon, glaube ich, 3 Jahre und Atom hatte nur insgesamt 2 Jahre, oder? NPM ist leider dabei, glaube ich, kein Strohfeuer mehr. Hat sich so ein bisschen, hat irgendwie zufällig ein schönes Feld gefunden und dann in den Wald übergegriffen. Aber es war sehr viel Zufall dabei und leider gibt es einen Waldbrand, ja. So mal. Müssen wir damit achten, dass das jede Schraube einzeln mit NPM verpackt wird. So. Also das Language Server Protokoll, das haben die jetzt bei 3.0 eigentlich stabil, da hat sich nicht mehr viel getan. Das ist eine Auskopplung von diesem IDE-Protokoll von VS Code und die wollen da wirklich, also andere Backends, andere Frontends, irgendwo haben die dann, hier ist das, das sind eigentlich gute Unterlagen hier. How it works, naja, also da werden irgendwelche Messages mit JSON-RPC. Also hier sind so die Messages, also hier ist so ein Protokoll-Header und dann ID, dann nennen die das Method hier, also das ist so objektorientierte Terminologie. Und das ist einfach eine Funktion, die wir auf der anderen Seite aufrufen mit Parametern, die halt ein JSON-Objekt meistens sind. Und dann bezieht man sich hier auf Files, das ist ein bisschen blöd, dass das solche URIs sind. Es ist ganz schön schwierig, diese Pfeilnamen richtig hinzuwursteln und irgendwelche Positionen, an die man ständig rumrechnet. Und dann ist ja immer diese Standardfrage, wie zähle ich denn die Charakter? Zähle ich da Code Points? Zähle ich da UTF-16? Zähle ich da UTF-8 und so? Aber das ist alles JavaScript, also dann genauso wie Java. Und dann kriegt man da irgendwie... Und da kann jetzt natürlich, wenn jetzt also wirklich jemand einen Pfeil öffnet, kriegst du da inline den Text als ein String-Literal in JSON. Kommt dann halt... halbes Megabyte String-Literal da an. So, Capabilities, ja, das ist noch mehr. NPM, da gibt es also, eine, das ist halt sehr Node.js basiert hier. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was meinst du? Also, wir hatten damals, vor vielen Jahren, mal so ein universelles Textinterface, mit dem man streamen. Also, du meinst die BSD-Sockets letztendlich, also Pipes oder Sockets. Arrangieren konnte, dass man einmal alles ins Memory geladen hat, dann wieder alles parsen musste, dann wieder die Daten anders darstellen musste, dann wieder irgendwie drauf umrechnen und wieder alles serialisieren, zurückschicken. Und, also, sagen wir mal, ein Byte-Stream. Das liegt ja dem hier auch zugrunde. Du musst du trotzdem einen Inhalt geben, den Bytestream. Also wenn du einen ML-Prozess hast, oder sag mal, einen ML-Prozess mit sich selber oder mit einem anderen. Also irgendwie musst du es umcodieren. Und ich habe ja in den 10 Jahren PIDE da länger drüber nachgedacht. Und ich habe halt bei mir dann YXML meistens. Ich habe auf der Message-Ebene halt klassisches Modell, da ist ein Bytestream, wo ich eine Länge angebe, wie groß der Message-Block ist, der kommt. Das kann man dann effizient aus dem Socket lesen. Das nennen die Netstrings, ja. Es ist klar, dass man das so macht. Aber für die Feinstruktur macht man das dann nicht. Da mache ich dann einfach die Tree-Struktur direkt mit YXML. Und ich habe jetzt nach dem VS Code-Projekt habe ich ja selber nochmal einen anderen Server gebaut, der auch mit JSON funktioniert. Also es gibt so einen Isabel Pide-Server, so einen Headless-Server, und den habe ich ein bisschen anders gemacht. Das ist jetzt nicht JSON-RPC mit diesem vollen Overhead, sondern das ist ein Identifier. Du liest sozusagen von einem Socket, von einem Bytestream Identifier, dann kommt irgendwie ein Blank oder so. Und dann kommt ein Blob mit einer Längenangabe und der kann JSON sein oder der kann YXML sein. Dann kann ich da, der kann auch ja, irgendwas anderes sein. Ja. Und das habe ich sehr sorgfältig gemacht und es ist auch so ein zeilenbasiertes Protokoll, wenn ich da keine Länge angebe, dass ich eine Message auf einer Zeile, also habe ich so eine leichtgewichtige Version von dem Language Server nochmal als ein eigenes PIDE-Protokoll. Und das ist halt wieder effizient. Das ist ja effizient, und da machst du über das Filesystem. Ich sende dann die Sourcen nicht über den Kanal, sondern über das Filesystem. Dann sage ich, schau mal im Filesystem und nimm die Sourcen von da.
dann unterstellt man, dass der Client und der Server das gleiche File-System verwenden. Wenn das nicht der Fall ist, könnte man es immer noch mit einem anderen Protokoll, sagen wir mal, über SSH oder sowas. Aber wenn du jetzt wieder, es wird ja wieder die Zeile mitgeschickt. Es wird der Dateiname mitgeschickt, die Zeile und die Column. Mhm. Aber Files sind nicht nach Zeilen aufgebaut. Files sind ein linear Byte-Stream, der halt Backslash Ends irgendwo drin hat. Manchmal könnte es sogar noch andere Line-Endings sein. Also es ist bestimmt sehr frei, wenn dein Compiler die Fehlermeldung jetzt nach Zeichen anzeichen zu bringen sagt. Nee, aber du kannst dann nicht mal einen Offset sagen. Wenn dir dir von deinem scheiß Language-Server-Protokoll die Line sagt, dann musst du wieder reingehen und kannst du nicht mal auf die Dateien Seek machen an die Stelle hin, sondern dann musst du reingehen, musst einmal. Das kannst du wegen der Codierung schon nicht. Du musst nicht alles einlesen, du kannst ja erstmal ein bisschen was einlesen und dann sehen. Ja, aber du könntest, warum steckt dir das nicht, warum, wenn der schon Dateinamen, das ist ja schon eine absolute Position in deinem Dateisystem, warum schickt dir das nicht mit Position Byte von Byte da bis Byte da? Das ist, da geht das Unicode-Zeichen los, das ist deine Position. Dann könntest du ein Seek dahin machen, dann wärst du effizient unterwegs. Ja. Also das Problem ist, dass wir Jahrzehnte von Missverständnissen übereinander getürmt haben. Und da jetzt brauchen Sie da JSON-Protokoll. Ja, ja. Also ich bin auch auf dem Modell, dass ich sage, also ein Artefakt, also im Filesystem ist ein Blob. Also wir haben große Blobs, die sind normalerweise im Filesystem. Die könnten jetzt auch in der Datenbank sein, irgendwie PostgreSQL, also ein Blob. Das ist bei der UDI schon richtig, dass Sie einfach eine Positionierung irgendwo haben. Innerhalb des Blobs habe ich Text und der Text hat eine Codierung oder hat eine Zeilenanordnung. Also die Codierung ist eine Variable bei dem Ganzen und wie die Zeilen jetzt genau codiert sind vielleicht. Und dann sagt man natürlich, okay, also es ist alles UTF-8 natürlich und alles Unix-Line-Endings. Das vereinfacht die Sache, wenn man das annimmt. Das kann man annehmen, das muss man aber nicht. Und du schlägst es vor, und dem würde ich mich anschließen, dass man sagt, man macht dann Adressen, Byte-Adressen, sagt von der Byte-Adresse sowieso bis der Byte-Adresse sowieso, das Textintervall. Ja, noch interpretiere als UTF-8 dazu. Ja, und dann sind die Adressen, die du gibst, immer wohlgeformt, dass du wirklich auf den Anfang von einem UTF-8-Charakter zeigst. Und wenn es nicht wohlgeformt ist, ist UTF-8 selbst synchronisieren, dann kannst dann du. Dann kannst du einen Fehler zurückgeben, fertig. Fehler darfst du da nicht zurückgeben, wenn du Text. Das habe ich bei mir, also du sprichst alles Sachen an denen ich 10 Jahre lang gearbeitet habe bei PIDE und oft drüber gefallen bin. Wenn du Dekodierungsfehler irgendwie hart behandelst, dann crasht das plötzlich und das sollte nicht sein. Und ich hatte es zeitweise so, dass man eben diesen Unicode-Fehlercharakter erzeugt, dann verlierst du Informationen. Und wenn jemand hat eine Sequenz in seinem Byte-Strom drin, die nicht dekodierbar ist, dann kriegst du so einen komischen Bang-Charakter, diesen Unicode FFFE-Charakter da, und dann schreibst du den zurück, dann ist dein File kaputt danach. Und jetzt habe ich es dann so, wenn das Decoden nicht funktioniert, dann degradiert das irgendwie zu einem anderen Encoding oder so. Es funktioniert auch nicht immer, gell? Also binär. Ja, eben, dann ist ja trotzdem kaputt. Du kannst ja einfach ignorieren, die Nachricht. Halt noch sagen, ja, es hat nicht funktioniert, weil an Position 1 ist nicht dekodierbar und dann kann der Editor überlegen, was er macht. Ja, also auch wenn man die Programmierschnittstellen so anschaut, zu String- und Textoperationen, das ist nicht vorgesehen, dass das hart fehlschlägt. Das müsste man irgendwie anders. Das müsste man spezifizieren, im sinnvollen Protokoll, das nicht LSP heißt. Und da hatten wir privat mal vor ein paar Wochen, oder ich habe dann ein Selbstgespräch mit dir geführt, ich hatte erzählt, dass ich eine File-Read-Operation habe, die für Text-Files gedacht ist. Und wenn ich jetzt einen PDF-File damit lese, entstehen sehr viele solcher Dekodierungsfehler, die stillschweigend in solche Error-Charakter umgesetzt werden. Und wenn ich das rausschreibe, ist mein PDF kaputt. Und ich hatte vorgeschlagen, dass man eine andere Darstellung der Code-Points macht, dass man das bijektiv hinbekommt, das Ganze. Dass ich also ein kaputtes, also ein nicht dekodierbares Binär-File in eine Form kriege als UTF-16, sodass ich es dann wieder zurückschreiben kann. Mit den unbekannten Stellen, so wie sie waren, dass eine gewisse, den Rest sinnvoll. Dass man die Informationen der Bytes sozusagen aufhebt in dem UTF-18-Bereich, da UTF-16. Das ist alles ein bisschen wirr. Also wir wissen nicht einmal, wie man Text authentisch darstellt und robust. Da sind halt viele Unfälle passiert im Laufe der Jahrzehnte. Hier bei dem Language-Server-Protokoll, du kriegst halt diese präzisen Edits mit Line- und Charakterpositionen und dann hast du so Randbereiche. Zeigt er jetzt an das Ende der Zeile oder ist da das Endcharakter noch mit drin? Also zeigt er vor oder hinter das Ende? Und wenn da jetzt ein CRLF steht, ist es dann plus. Das macht man mit Line-Endings, überschreibt man, der eine Editor überschreibt sie dann wieder, und das andere weg, dann sagt dann, ja, wir behalten sie und dann
Ja. Ich normalisiere sowas gern. Also ich habe da ein bisschen experimentiert, dann habe ich mir die TypeScript-Implementierung dafür angeschaut und dann sieht man an drei Stellen in den Sourcen drei verschiedene Behandlungsweisen. Ja, es ist also nicht so wie bei Isabel, dass das alles einheitlich gemacht wird. Und dann musst du halt ganz vorsichtig da drüber laufen, über diesen sehr wackeligen Bereich. Das geht schon. Also es ist übliche Fummelei. Und konzeptionell wollen wir was ganz Einfaches machen, dass wir, wie du richtig sagst, also eigentlich ist da wirklich nur ein Blob und wir adressieren da Bereiche und tauschen mal den gegen den aus und ohne Interpretation von irgendwas. Und das hat man halt im Laufe der Jahrzehnte leider ein bisschen verburkst. So, aber man muss dann diesen Idealzustand, also das ist ein wichtiges Prinzip, das sind wir bei dem LNK-Vortrag, wo er auf die 80 zugeht und so plaudert. Also wir dürfen die Akzidenz dessen, was wir jetzt gegenwärtig sehen, die dürfen wir nicht ernst nehmen. Wir müssen sozusagen an die Substanz rangehen und die in die Zukunft irgendwie projizieren. Also so ähnlich hat er das gesagt. Also auf Deutsch gesagt heißt es, dass man eben den Müll, den man vor sich hat, da das Eigentliche erkennt und dann so mit weiterarbeitet, als wäre dieser ganze Müll nicht da, sondern nur das Eigentliche da. Also das Ideale eigentlich. So wie man halt alles mit einem internen M-Typ-Checker gerade bietet, was man vor sich hat, was Code. Listen haben immer den gleichen Typ. Alle Elemente der Liste sind homogen. Da gibt es keine. Also diesen Simplizismus sozusagen, ML ist heutzutage eine extrem simple Sprache, gell? Früher war das komplex, das ist praxistauglich. Also ich arbeite ja so, ich arbeite in Scala und in TypeScript so, als wäre es ML. Ich benutze da sehr wenig von diesen Zusatzgimmicks. So, wo sind wir eigentlich? Wir sind hier. Achso, Language Server Protocol. Also Language Smartness, das ist so ein Begriff. Also du hast viele Editoren, also VS Code, dieses Eclipse hier Zeug, das, ich weiß nicht, ob das so toll ist, NeoVim ist auch nicht, also es sind ungefähr 5 auf der Liste. Ich vermute, dass nur VS Code wirklich gut funktioniert, ich habe die noch nicht richtig ausprobiert. Und für die Backends, also TypeScript, JavaScript, das funktioniert schon, C-Sharp habe ich nicht ausprobiert, Java auch nicht. Und meine Sachen, die funktionieren auch ganz gut, sodass es halt schon ein oder zwei User gibt. Immerhin, also was ich nicht erwartet hatte. Also das war in Oxford die Erkenntnis, dass da also das waren dann halt junge Enthusiasten, die das auf sich nehmen, da dass viele Sachen nicht so richtig funktionieren. Die Zeit haben. Ja, die einfach noch mehr Energie haben. Also die müssen ja da auch harte Beweise machen für ihre Promotionsprojekte und so. So, hier ist nochmal zu TypeScript. Nur so ein bisschen jetzt wirklich die aktuellen URLs hier und dieses Handbuch, das haben wir alles schon gesehen. JavaScript that scales. Also die Webseite ist gut gemacht. Die möchten die Welt da draußen ansprechen und die sozusagen etwas reformieren, dass sie sagen, mach doch nicht so einen Scheiß, mach ein bisschen Typen drauf und ein bisschen mehr Struktur und so. Also Type Annotations, die darf ich da reinschreiben. Ich muss die nicht reinschreiben, ich darf sie. Type Inference, also auf eine Type Erasure heißt, dass letztendlich an der Laufzeit sich da überhaupt nichts ändert. Also es wird alles weggeschmissen. Das Interfaces haben wir vorhin ein bisschen gesehen, also dass man eben so eine Modulbeschreibungssprache hat für Dinge, die man also findet. Mix-in, Objektorientierung, was jetzt eigentlich jeder macht, und Generics ist einfach hier im L-Polymorphismus und Punkt, Punkt, Punkt. Und da sind ja noch mehr Pünktchen dazugekommen, also die haben die letzten Jahre da noch ergänzt. Außer diesem Handbuch, was wir hier vorhin schon gesehen haben, diese Tutorials, also das ist schon gut gemacht. Da haben die wirklich Technical Writers bei Microsoft, schätze ich mal, die das schmackhaft machen, den Leuten, die da gemeinen Python-Programmierer sozusagen, dass das irgendwie freundlich aussieht und so. Und was uns jetzt so ein bisschen gestört hat, da sind halt nicht die 5 wissenschaftlichen Papiere hier zum Typsystem mit den Korrektheitsbeweisen und sowas, was wir jetzt, und das ist gut. Das war ja in diesem John Harrison-Vortrag auch, wo er gesagt hat, ja Leute, liebe Typ-Leute, ihr vergrault ja die Welt da draußen. Das macht ihr dann halt, wo war das hier? Das sind seine Slides. Jetzt haben wir diesen JavaScript-PDF-View, aber im Firefox.
Das ist so. Bei AWS, lustig. Was meinst du? Das ist bei Amazon Web Services. Ja, ja, das wusste ich vorher. Der war bei Intel, oder? Der war bei Intel lange. Also, das saugt hier auch irgendwie alles ab. Gell? Ich habe ihn nicht zu befragen können. Und hier, das ist so ein bisschen polemisch oder so, aber der hat da schon recht. Y-Types, das hatte ich da vorhin gezeigt. Achso, jetzt haben wir hier diesen Browser, der da so. Oh, warum das? Da ist dann irgendwie so eine klassische Sache. Wie kann ich das jetzt hier machen? Das hier, das wollte ich haben. Type systems are complicated. This inference rule is from Koch, more precisely from Matita. Also hier wird so ein Match return, also das ist irgendwie so ein Eliminationsschema hier, ein Car-Match oder sowas. Das nenne ich Vomit Slide. Also das ist, du bist auf einem Types Meeting und dann kommt so ein Ding so. Oh, so weil sie es halt irgendwie nicht geschafft haben, es schön zu machen. Nee, es ist schön gemacht. Es ist halt eine gewisse Komplexität da drin. Es ist, und die haben sich ja dann auch mit dem Latte hier und so Mühe gegeben. Und es ist wahrscheinlich alles. Aber du kannst damit letztendlich also nicht die Leute da draußen überzeugen, dass sie halt statt untypisierten Lisp dann was stark typisiertes machen. Und er hat es sicher hier so ein bisschen polemisch auch gebracht und ein bisschen witzig gebracht und sowas. Das ist auch nicht wirklich komplex hier, das Ganze. Also das ist so ein bisschen, ja, weiß nicht. Aber da hat man so ein kulturelles Problem, dass man eben sich wissenschaftlich selber zu wichtig macht, statt dass man das anwendungstauglich macht. Und ich sehe das halt bei dem TypeScript durchaus, dass die als die Forschung von Jahrzehnten durchaus in eine Anwendungsform gebracht haben. Und das sind auch die ganzen Connect hier, da haben sie dann irgendwie diese ganzen Projekte, die irgendwie, weiß nicht, nee, wo ist das? Also wer unterstützt das? Friends hier. Weiß nicht, also das sind ja irgendwie, nee. Irgendwo waren auch Frameworks. Was meinst du? Er meinte schon mit geringem Kontrast. Ich meine 2018 und du hast noch keinen 4K-Beamer. Aber noch nicht. Können die doch nicht wissen, dass wir noch keine 4K-Beamer haben. Okay. So. Ja, hier wollte ich hin. Quickstart. Also wenn du bei Quickstart bist, dann kriegst du hier gleich irgendwie React, Angular, Node.js, was ist Babel hier? Wie, also irgendwie so Zeug, was man wahrscheinlich kennen muss, wenn man so Webmensch ist, oder? Man muss es nicht alles kennen. Weitere Spruchfeuer. Ja. Also das... React ist wirklich ganz gut. React ist mittlerweile kein Spruchfeuer mehr. Die sind offenbar voll auf dem Zug drauf, oder? Angular ist, glaube ich, gestorben. Was ist gestorben? Nein, das war ich glaube, die leben noch. Angular? Die meisten haben ja nicht mehr viel von ihnen gehört. Ja, bei React ist einfach besser. Bessere Konzept. Okay, also das ist Facebook hier und das ist Google. Ja. Sagen wir mal. Die haben halt alle Internet. Ich habe bei sowas. Gebaut und wollten dann schauen, wollten dann kostenlose Mitarbeiter haben. Also, wenn die alle hier verbrannt sind, sind wir immer noch da und machen immer noch formale Beweise in irgendwas. Wir haben halt einen extrem langen Atem. Die Sachen kommen und gehen, aber einige davon sind vielleicht zu benutzen. Also, wenn ich jetzt in meinem VS Code HTML View da irgendeine GUI machen will, welches Framework soll ich dann React machen? React ist gut, ja. Also, nur ein paar Buttons zu machen und da irgendwie ein bisschen SVG zwischen rein oder ein bisschen PDF. Um nur ein paar Buttons zu machen, es gibt da auch so eine abgespeckte Version von React, die ist dann nur 5 Kilobyte an JavaScript, nennt sich Preact. Also ich habe ja, da war vorhin so, klang so ein bisschen an, wie viele verschiedene Prozesse, also der ML-Prozess, der Java-Prozess und der Node.js-Prozess mit seinem Chromium-Aufsatz und allem. Und wie viele Sprachübergänge hat man da bei dem Ganzen? Und wenn ich da irgendwas male, dann habe ich da plötzlich so eine Art Seitenbeschreibungssprache, die also JavaScript ist oder TypeScript oder könnte ja Scala sein, was ich dann nach JavaScript übersetze. Also wenn ich Tools, VS Code und dann das irgendwie Output Panel oder sowas, State Panel, das printet also die State-Ausgabe und da ist irgendwie so ein bisschen JavaScript drin. Hier, also wo ich dann in Scala plötzlich hier so
Ad-hoc JavaScript. Ja, also da kann ich dann, wenn ich, also ich kann es nochmal zeigen, ach, wofür das. Was der Sinn von dem foreign remote process calling Zeug direkt den Code rüberschicken kannst, der dann dort aufgerufen wird. Also du weißt quasi in VS Code dann Zeug, was du auf der anderen Seite generiert hast. Ich habe das erst angefangen und die Leute von Leanprover, die haben das, glaube ich, viel weiter getrieben schon. Also wenn ich jetzt da den Output mache, Ctrl-Shift-P ist das. Warum sendest du dann da den Code und nicht die Daten für den Code, der dann auf der anderen Seite zusammengebaut werden kann? Wir können es gleich nochmal anschauen. Output Isabel Output, wie geht das? State heißt es. Warte mal, Ctrl-Shift-P. Also Show State, das will ich hier. Also jetzt habe ich hier so ein HTML-Panel. Und da erzeuge ich einfach ein HTML, was da dann angezeigt wird. Und das darf JavaScript enthalten. Und wenn ich, da habe ich jetzt hier Buttons erzeugt. Und wenn ich da jetzt irgendwie hier was mache und dann hier Update, also machen wir da nochmal Lemma Y gleich Y, sowas. Und dann mache ich hier Update und dann zeigt er den anderen an. Also anhand der Cursor-Position zeigen wir den, die Ausgabe an, die da irgendwie an der Stelle ist. Warum schickst du den JavaScript-Folder statt der anderen Seite den JavaScript-Code aufzurufen, der deine Daten annimmt und die Buttons dann erzeugt? Weil du die ganze HTML-Seite rüber schicken musst. Ich schicke ein komplettes HTML. Bei VS Code kann ich so eine URI definieren. Und dann ruft er mich auf, gib mir mal den Inhalt für die URI. Und dann nehme ich einfach das, was der Scala-Prozess schon vorbereitet hat. Das könnte ich dann an der Stelle anders zusammenschrauben. Aber ich muss insgesamt diese Webseite als ein HTML liefern, an einer bestimmten Stelle. Das war jetzt die eine Lösung, die ich da gefunden hatte, dass ich also in dem Scala-Modul alles baue, inklusive Inline-JavaScript, um dann da kann man dann, das sind JavaScript-Funktionen, um ein VS Code-Kommando im Editor aufzurufen. Also wenn ich da irgendwie draufklicke, dann wird ein VS Code-Kommando laufen gelassen in dem Kontext von dem Ding hier. Also auf die Ausgabe klicke ich drauf und dann wird eine Editor-Aktion ausgeführt. Das ist natürlich eine Sicherheitslücke auch. Wir hoffen halt darauf, dass das Containering von Chrome ausreicht, aber da du wieder Zugriff auf dein Dateisystem hast. Jetzt der ganze Isabel-Prozess hat natürlich auch, da kann beliebiger Unsinn drin sein, in so einer ML und so. Also du hast eine lokale Applikation, die völligen Unsinn machen kann. Du musst halt vermeiden, dass jemand anders da irgendwelche Inhalte was kann. Okay. Das ist genau das Cross-Site-Origin-Ding, was Gefe meinte. Wenn da dein Cross-Site-Origin-Berechtigungsgrund nicht richtig greift, dann hast du halt plötzlich irgendwelche UBIs im Netz, die dir dann Code nachziehen, der dann bei dir lokal auswertet, bei dir lokal Sachen ausführt. Also hier zeigt man jetzt nicht auf eine beliebige Remote-URI oder so, sondern man hat seine eigenen internen fest verdrahteten URIs, die sind an TypeScript-Funktionen gebunden, gib mir mal den Inhalt und dieser Inhalt wird eben vom lokalen Isabel-Prozess erzeugt. Und da muss man überlegen, an welcher Stelle kann jetzt da Unsinn eingeschleust werden. Aber es ist, glaube ich, nicht schlimmer als das, was eh schon gemacht wird bisher. Es sei denn, ich habe da was noch grundsätzlich nicht verstanden bei dieser Chromium Engine, was da noch sein könnte. Das kann natürlich, also wenn jetzt da fremde Theorie-Sourcen irgendwo kommen, die können beliebigen Unsinn enthalten. Da brauche ich jetzt gar keine schlimmen Websites dafür. Kann sowieso völlig beliebiger. Ja. Okay, also es ist schon so ein bisschen so eine Geisterbahnfahrt eigentlich, gell? Oder? Also diese, wenn vielleicht hier dieser pensionierte Java-Programmierer, der das gerade pflegt, also wenn man da ein paar Leute noch begeistern könnte, die da mitmachen, dann könnte man das Projekt noch 20 Jahre weiterführen. Das ist ein super Projekt eigentlich.
Und das heißt, also es ist ein wunderbares Projekt, es ist halt einfach völlig unmodisch, das Ganze. Es funktioniert so gut, dass sich keiner dafür interessiert ist. Ja. Wollen wir jetzt Sundown? Also sind wir fertig, oder? Also irgendwie muss die Hausaufgabe machen und die wissenschaftlichen Papiere dafür ausgraben. Und das kannst du uns morgen nachliefern. Okay, also das war's.